Happy Tuesday, liebe Atlanta Falcons, Germany Community, da draußen an den Smartphones, Pads, Computern, Fernseher, womöglich auch ja, hier auf YouTube und auf Facebook. Ich freue mich riesig zu der heutigen Show am 27. April. Es sind nur noch 2 Tage bis zum Draft, beziehungsweise dann bis zur Draft Night. Und es ist so viel passiert, dass wir ziemlichen Redebedarf haben. Und ich kann versprechen, es wird auf jeden Fall hitzig, ja, turbulent womöglich. Ja, ein Parkplatz oder der Parkplatz wird möglicherweise auch wieder gebraucht werden. Ja, für alle, die die Show schon gesehen haben beim letzten Mal, wissen jetzt Bescheid. Aber bevor wir losgehen, möchte ich hier die Truppe nochmal vorstellen. Mein Name ist Alessandros, ich darf hier an den Reglern ein bisschen rumschnipsen. Und wir begrüßen wieder, und ich freue mich, Kevin, ja, aus dem hohen Norden. Schön, dass du da bist. Moin, moin. Sascha, auch nördlich verortet, ist auch wieder mit dabei. Danke, dass du da bist. Genau. Unter mir DJ Noise. Einen wunderschönen guten Nachmittag. Aus der Mitte Deutschlands, im Mittelpunkt bei uns hier. Dominik, schön, dass du da bist. Tag, Tag. Micha komplettiert die quasi westliche Hemisphäre. Schön, dass du da bist. Und heute ganz neu mit dabei aus dem südlichsten Punkt, den wir bis jetzt hatten, nämlich aus Österreich. Kevin, schön, dass du mit dabei bist. Hallo, servus. Servus, großartig. Also, wer die Postings schon gelesen hat, weiß, worum es geht. Wir werden über die NFL im Allgemeinen und die Falcons natürlich im Speziellen reden. Und bevor wir in die NFL-Thematiken einsteigen, haben wir 2 kleine Geschichten in eigener Sache, die wir kurz präsentieren wollen. Ich hoffe, das funktioniert jetzt hier ohne großartiges Problem. So, wir haben auf Instagram in dieser Woche den 500. Follower vollgemacht. Ja, Glückwunsch an die Community auf Instagram der Atlanta Falcons Germany. Das nur so als kleines Happening. Ja, hat uns sehr gefreut. Ja, da sind wir sehr aktiv. Wer uns da noch nicht kennt, darf uns da gerne jetzt auch noch folgen. Das ist die eine kleine Geschichte. Und die andere, die wir jetzt in unserer Facebook-Gruppe haben, ist, wir haben ein kleines Gewinnspiel. Ja, um was wird's gehen? Ihr sollt rausbekommen beziehungsweise tippen, wer unser Number One Pick wird beim diesjährigen Draft. Ja, und dazu sind die Leute in der Facebook-Gruppe schon ziemlich aktiv. Und es gibt sehr vieles oder sehr Schönes zu gewinnen diesmal. Von einem anonymen Spender, er möchte nicht genannt werden, gibt es unser Atlanta Falcons Germany T-Shirts im Wert von 20 Euro als Hauptgewinn. Wer den richtigen Pick errät. Es gibt unsere Pomade als zweiten Gewinn und unser Button- und Sticker-Set quasi als Drittgewinn. Ja, gibt es mehrere genannte, werden wir natürlich auslosen. Ansonsten freue ich mich, dass wir das auf jeden Fall machen können. So, sehr schön dafür. Jetzt gehen wir in das erste Thema. Ja, und ich möchte mit euch über Folgendes sprechen. Es gab einen ziemlich großen Deal, ja, oder Trade besser gesagt. Ja, Orlando Brown, Left Tackle von den Ravens, geht zu den Chiefs und wird seine Dienste dort jetzt fortführen. Ich darf auch vorlesen, was wie bekommen wurde oder quasi über den Tisch gegangen ist. Ja, zu den Chiefs ist gekommen Mr. Brown natürlich, ein Second Rounder in diesem Jahr plus ein Sixth Rounder, und die Ravens haben bekommen den First Rounder 21, den Third Rounder, den Fourth Rounder und einen Fifth Round Pick in 22. Boah, die Zunge bricht sich, aber jetzt haben wir es genannt. Kevin aus dem hohen Norden, sag uns, Was hältst du davon? Erstmal überraschend, dass die Ravens ihn an die Chiefs abgegeben haben als quasi den stärksten Konkurrenten in der AFC. Ganz schwer auch hier einen Gewinner, finde ich, festzustellen, weil die Ravens erhalten halt ein riesiges Arsenal an Draftpicks, und der Draft jetzt, übermorgen, ist reich an Offensive Tacklen. Und die Chance, da wirklich jemanden rauszuziehen, den auf Right Tackle zu stellen, einen zukünftigen Starter, ist, denke ich mal, höher als sonst. Natürlich verlieren sie mit Brown einen Leistungsträger schlechthin, auf jeden Fall. Problem war halt bei ihm, dass er ja ursprünglich Right Tackle gespielt hat, dann aber auf Left Tackle durch die Verletzung von Staley eingesetzt wurde und auch da spielen will und auch so bezahlt werden will. Und das können die Ravens einfach nicht machen, weil sie eben Staley ja verlängert haben. Und da ist auch das Risiko bei den Chiefs, sie lassen ihn auf dem Rookie-Deal spielen mit aktuell, glaube ich, knapp über 3 Millionen.
haben aber noch keine richtigen Fortschritte, was eine Vertragsverlängerung angeht. Das heißt, es könnte auch sein, dass sie Brown gar nicht verlängern können oder eben halten können. Und dann stehen sie da und haben das alles abgegeben, natürlich den Second Rounder und nächstes Jahr einen Sixth Rounder dazugekriegt. Aber es war für ein Jahr mit hohem Risiko, könnte auch nach hinten losgehen für die Chiefs, meiner Meinung nach. Okay, schöne Einschätzung. Sascha? Ja, also ich finde den Deal eigentlich auch wirklich fair. Also für beide, es gibt jetzt auch wirklich für mich keinen großen Verlierer. Mit 24 ist er doch auch wirklich jung, deswegen schon krass, mit 24 auch da schon First-Round-Pick zu kriegen. Aber das zeigt ja auch wirklich, dass er echt wirklich eine Klasse hat. Und ich denke mal, ja, die Chiefs haben da was gebraucht. Und also für einen First-Round-Pick, da kriegst du auf jeden Fall sowas halt schwer zu kriegen. Von daher ist das vollkommen nachvollziehbar und finde ich richtig gut. So, jetzt sonst muss ich ganz ehrlich sagen, sonst zu seinen Stats an sich bin ich jetzt nicht so tief drin, was das angeht. Hab das auch nur mal so ein bisschen grob überflogen. Aber ich sehe da keinen Verlierer in dem Deal. Und dann ist im Prinzip, finde ich, immer solche Trades immer gut, wenn es keinen großen Verlierer gibt. Alle happy bei Sascha. Großartig. Nico? Ja, die Chiefs haben auf jeden Fall große Needs in ihrer O-Line. Die haben zwei wichtige Leistungsträger ja verloren schon in der Offseason. Absolut. In dem Sinne ist dieser Trade eine Sofortverstärkung. Und ich denke, den haben die Chiefs auch eingewilligt oder sind darauf eingegangen, weil sie ihre Chancen im Draft sehr gering einstufen, einen adäquaten Ersatz zu finden, der Patrick Mahomes gut schützen kann. Man stelle sich vor, man holt sich jetzt Mittelmaß in die O-Line für einen Patrick Mahomes, der kriegt dann einen blöden Hit ab und ist die ganze Saison raus oder noch schlimmer. Das kann ja mal ganz schnell sein. Also ein Patrick Mahomes muss gut beschützt werden. Da geht nichts dran vorbei. Auf jeden Fall also ein sehr guter Trade für die Ravens auch, da sie sehr viele Draftpicks bekommen und großes Kapital haben. Für die Chiefs eindeutige Soforthilfe. Wie Kevin meinte schon, das Risiko ist allerdings sehr groß. Der Vertrag muss auch verlängert werden. Ich denke aber, das kriegen die irgendwie hin. Irgendwie machen die das wohl. Bin mal gespannt, was da noch nächstes Jahr dann auf die zukommt. Die Geschichte, wenn wir weiter verfolgen. Aktuell auf jeden Fall beide mit einem Gewinn rausgegangen. Es wirkt so ein bisschen, also jetzt so ein Gefühl, ich kann es nicht wirklich mit Fakten belegen, aber so gefühlt kriegen alle nur noch ein Jahresvertrag. Kann das sein? Dominik? Ja, gerade eben. Ja, Draft Cap ist halt gesunken dieses Jahr, ne? Für alle Mannschaften. Viele pokern deswegen ja natürlich auch und schauen, wie komme ich über 2021 ein bisschen besser herum? Guter Einwand, ja. Ja, ja, es gibt viele O-Liner im Draft. Meiner Meinung nach aber nicht so die Spitzenklasse eigentlich in der O-Line. Ich glaube, da waren auch viele dabei, wie zum Beispiel Vera Tucker, die eher auf Guard gesehen werden letztendlich. Ich glaube, den besten Deal hat damit eigentlich Orlando Brown gemacht. Er darf nochmal zeigen, ein Jahr lang, was er auf Left Tackle leisten kann. Und wenn er da überzeugt, dann winkt ihm aber, wenn es auch nicht bei den Chiefs ist, irgendwo in der Liga ein dicker, fetter Vertrag. Ja, ansonsten hohes Risiko einfach von den Chiefs, finde ich schon. Ja, belohnt sich ja manchmal, ja, oder wird ja manchmal belohnt. Warum nicht? Oder Micha, was denkst du? Ich denke auch, ich würde das Risiko auch gar nicht als so hoch bezeichnen. Ich finde wirklich, da sind alle Seiten als Gewinner aus diesem Deal gegangen. Brown hat ein Jahr, wo er zeigen kann, ob er auch Left Tackle kann. Wenn er nächstes Jahr, wenn da eine Extension ansteht, da muss man auch immer sagen, glaube ich, dass so ein Patrick Mahomes auch nochmal den Preis drücken kann, weil Spieler mit Sicherheit da spielen wollen. Daher massives Upgrade für die Chiefs O-Line, wo die ja sowieso schon viel jetzt reingesteckt haben mit Tooney und ein Center, glaube ich, noch von den Rams. Ich denke, im nächsten Super Bowl wird Mahomes nicht so rennen wie dieses Jahr. 500 Yards ist er weggelaufen, ja. Nur nochmal die Grafik. Hatte ich sie beim letzten Mal hier präsent? Leider nicht, oder? Alles Santos, ja. Jede Woche. Ich liebe diese Grafik und ich liebe vor allen Dingen die Gegengrafik von Brady dazu, ja, der wirklich nur so ein Vierer-Dropback, Fünfer-Dropback gemacht hat. Ja, Brady verdient aber auch nichts. Nein, er verdient auch nichts, das war auch quasi eine steile These, die wir aber schon widerlegt haben. Nein, Kevin, unser Kevin Nummer 3, muss man dazu sagen, wir sammeln fleißig die Kevins, die Falcons-Kevins hier ein. Ja, unser Kevin Nummer 3 aus Österreich, ja, weit, weit im Süden. Wie gesagt, schön, dass du dabei bist. Wie ist deine Einschätzung zu dem Orlando Brown-Deal hier?
Ja, also macht absolut Sinn auf beiden Seiten. Brown wollte nicht mehr auf der für die Ravens spielen im Endeffekt, weil er Left Tackle spielen wollte. Das darf jetzt bei den Chiefs und die Chiefs hätten, wie schon gesagt, einfach nicht diese Qualität an Left Tackle bekommen. Und Pat Mahomes muss geschützt werden. Der hat man eh gesehen, was passiert, sobald der mal rausfällt, auch im Kopf bei den Spielern. Also das hat man gegen die gegen die Browns gesehen. Das hätte auch schief gehen können. Und von daher guter Deal für beide Seiten. Und auch wenn er am Ende nur ein Jahr bei ihnen spielt, es ist definitiv wieder ein Push in Richtung Super Bowl. Und ich persönlich glaube trotzdem, dass sie das irgendwie deichseln werden, wieder mit steigendem Salary Cap, und nächstes Jahr, der bekommt seine Verlängerung bei den Chiefs. Wahrscheinlich wird genau darauf spekuliert, ja, wurde ja schon angesprochen. Also da hat man mit Sicherheit auf jeden Fall das nächste, übernächste Jahr mit im Blick. Von der Facebook-Seite gibt es einen Kommentar. Danke, dass ihr dabei seid, Jungs. Ich finde, jeder hat bei dem Trade gewonnen, sowohl Chiefs, Ravens und Orlando Brown und wir Falcons mit Pitts auch. Ist ein bisschen aus dem Zusammenhang gerissen. Glaskugel, da hat jemand eine Glaskugel. aber ich fände es gut, da ist jemand definitiv auf dem Pitts-Train. Ja, vielleicht kann einer mal unser beliebtes Pitts-Train-Emoji-Bildchen jetzt mal hier posten, dann kann ich es auch mal reinbringen. Ich schaffe es gerade nicht, aber wenn das hier einer mal könnte, dann können wir es auch gleich mal reinbringen. Wir kommen aber noch zu der Thematik Draft und Pitts mit Sicherheit, mit ganz, ganz hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit nachher nochmal. Aber danke, Silja, für diesen Einwand. Jeder hat auch in seinen Augen gewonnen. Okay, also großer Trade, ja, haben wir kurz mal angesprochen für alle, die beim Football dabei sind und keine Falcons-Fans sind. Also wir wollen wirklich ziemlich breit damit reingehen. Demzufolge auch eine kurze Notiz, werden die meisten auch quasi mitbekommen haben. Ja, eine, ja, man kann schon sagen, ja, Legende, vielleicht ein bisschen viel, aber auf jeden Fall ein Urgestein bei den Dallas Cowboys. Sean Lee hat retired, ja. Ausnahme-Linebacker, definitiv eine große Nummer, hatte dann aber letztlich mit einigen Verletzungen mehr zu tun. Also ich glaube, das war sein großes Dilemma eigentlich, oder? Ich habe ihn kaum eine Saison nachher zum Schluss noch durchspielen sehen. Oder hat da jemand gerade andere Infos zu? Nee, der war einfach super, super anfällig. Ne? Also ich habe ihn also richtig wahrgenommen, als mit dem Football angefangen, natürlich nicht richtig, weil man sich auf die Falcons fixiert hatte, aber bei All or Nothing dann, wo die Cowboys dran waren, da hat man das natürlich schon gemerkt, auch wie er da gefehlt hatte als Linebacker, als er da ausgefallen ist. Da war, glaube ich, die Hälfte der Saisonspiel war oder drei Viertel war weg. Das war schon halt, wie die Defense da eingebrochen ist. Natürlich jetzt mit Jalen Smith und Vander Esch adäquaten Ersatz natürlich mittlerweile rangeführt, aber. Und? Ach ja, gut, nee, wir wollen jetzt nicht über Dan Quinn noch reden. Nein, Moment. Also, ich dachte, jetzt kommt der mit dem neuen Defensive Coordinator, das ist egal. Nein. Aber im Endeffekt, Keanu Neal wird auf jeden Fall Linebacker spielen. Ja, Weakside Linebacker. Also von daher, denke ich mal, ist der Ersatz adäquat. Die Cowboys werden hart zu knacken nächstes Jahr. Die werden was bitte? Aber die werden defensemäßig hart zu knacken. Also ich finde, die haben eine gute Defense. Oh, Einwand. Okay, erste Diskussion. Ja, wir haben zwei im Ring, Nico und Micha. Los, Ärmel hoch und erzähl, Micha, was denkst du? Kein Problem? Also ich habe vor denen ehrlich gesagt wenig Schiss. Die haben, glaube ich, in einer ähnlichen Situation wie wir. Die Secondary ist nicht so Bombe und auch der Pass Rush hat letztes Jahr extrem nachgelassen. Interior D-Line ist, glaube ich, katastrophal. Da hatten die ja letztes Jahr Terry Poe, Gino Atkins, Fall ein paar alte Granden noch, die, glaube ich, auch nicht mehr da sind. Also ich habe vor denen eher weniger Angst, außer natürlich vor Keanu Neal. Und KZ als Safety hin. Ah ja, KZ. Guck mal, ist das Backfield doch nicht so schlecht von denen, wa? Und wir spielen ja gegen die Cowboys. Ja, deswegen wollte ich darauf ja hinaus und dazu ganz kurz meine Meinung. Ja, sie haben viele wichtige Leistungsträger verloren in der letzten Saison, in dieser Offseason bereits, aber sie haben wichtige Playmaker immer noch in der Defense und die können am Ende ein Faktor sein. Wir werden sehen. Ja, man könnte jetzt eine Prediction draus machen, aber ich will niemanden hier irgendwie zu irgendwas zwingen. Ja, Prediction ist zu früh.
Prediction ist noch zu früh. Okay, also Sean Lee, happy retirement. Er wird uns in Erinnerung bleiben, definitiv. Gehen wir in die NFC South. Dort haben wir ja seit ein, zwei Folgen mindestens ja schon so eine kleine Rubrik, die News quasi von unseren Nachbarn. Und da übergebe ich jetzt mal kurz das Wort an Nico, der sich mit Chris zusammen, der heute leider nicht kann, um die Panthers kümmert. Gibt es da groß irgendwas in der letzten Woche? Hast du da was noch gehört oder gesehen? Ich glaube, das ist das erste Mal, dass ich über die Panthers hier spreche, bei den NFC South News, seitdem wir sie haben und es keine Neuverpflichtung gibt. Die hatten die ersten Male direkt 3 Neuverpflichtungen pro Woche. Diese Woche ausnahmsweise mal nichts. Dafür aber ein interessantes Gerücht. Da blendest du schon ein unten. Eine Downtrade-Gerüchte gibt es jetzt tatsächlich, ob die Panthers ihren Top-10-Pick abgeben an ein anderes Team, dafür Kapital sammeln und weiter nach hinten gehen. Denn ihren Quarterback haben sie zum Beispiel in Sam Darnold. Und ja, es bietet sich doch durchaus an, da noch ein bisschen mehr Kapital rauszuholen, wenn es gewillte Trade-Partner gibt. Das ist auch, was ich gehört habe. Ich durfte gestern mit Tom von den Rides auch noch mal kurz telefonieren wegen einer anderen Sache. Habe ihn auch noch mal gefragt, gibt es irgendwas Neues bei euch? Und er meinte so, nur diese Trading-Gerüchte. Also es ist wirklich ruhig gewesen bei unseren Jungs, unseren Nachbarn aus Charlotte. Okay, dann darf ich kurz referieren über die Saints oder kurz sagen, was bei den Saints los ist. Zusammen mit Kevin oben aus dem Norden haben wir die schöne Aufgabe, über die Saints zu reden, oder? Ja, ich darf heute kurz mal ein bisschen was dazu sagen. Es gab nämlich ein paar Signings. Christian Montano ist gesigned worden, ein Center. Ich muss ehrlicherweise sagen, wo war der vorher? Weißt du das zufällig? Also Practice Squad der Steelers. Practice Squad der Steelers, okay. Ja, er ist jetzt quasi damit dabei. Resigning von auch einem O-Liner, Will Clapp. Und es gilt wohl als wahrscheinlich oder als Perfect Fit, ja, dass der Wide Receiver Terrace Marshall wohl irgendwie gut passen könnte bei den Saints. Das wurde über den Kanal Street Chronicles auf jeden Fall genannt. Allerdings war das wohl so, dass die Community der Saints sich mehrheitlich eher für den Defender ausspricht, oder? Ja, ganz genau. Also das war fast 90% eher Defense gepolter Draft als Offense. Ja, das lag also mit Terrace Marshall einfach nur, wenn er da runterfällt. Die brauchen halt auch einfach einen Wide Receiver neben Thomas. Und gerade wenn man mit Winston und oder eben Hill als Quarterback, muss man eigentlich noch eine Waffe da hinzugeben, würde ich sagen. Hill im Übrigen, ich glaube, wir haben es noch nicht in der Show gesagt, aber Hill konzentriert sich definitiv auf Quarterback. Das haben wir auf jeden Fall getwittert bei uns auf dem Kanal. Sehr, sehr spannend, weil da wird jetzt so ein schöner, knuspriger Zweikampf zwischen den beiden, glaube ich, entfachen, wer dann letztlich den Starting Quarterback Posten hat. Von euch, wer meint ihr, wer wird es? Gibt's da schon Predictions? Na, Hill. Hill, okay. Er sagt Hill. Hoffentlich Hill. Okay, Kevin. Dominik, unten. Ich glaube, das wird James Winston machen. Oh, James Winston. Okay, Ivor Winston. Nico? Es wird sicher geteilt ein bisschen. Also es wird das ein oder andere Trickplay kommen. Eh so, wie man Hill immer schon eingesetzt hat. Aber der Starter wird Winston werden, da bin ich ziemlich sicher. Da bist du dir ziemlich sicher. Schöne Grüße von unserem Kevin Nummer 2. Jetzt haben wir sie alle zusammen hier im Stream. Ja, ein Moin zusammen. Definitiv. Und bei YouTube gibt es auch nochmal Hillston. Okay, das starten beide. Oh, auch nicht schlecht. Auch nicht schlecht. Das sollten wir den Saints definitiv mal stecken. Ganz klar wird das Winston machen, sagt Kevin. Die Saints sind vieles, aber nicht dumm. Aha. Okay, naja. Ein netter Gruß rüber zu den Saints. Ich will noch ganz kurz, ich wollte noch mal so anmerken, eben ganz kurz, wer hat denn am längsten Zeit gehabt, unter Breeze zu lernen? Das war Taysom Hill. Also ich schätze schon, dass die mit Hill gehen werden. Der hat letzte Saison das meiste dann noch gespielt, wenn Breeze nicht gespielt hat. Die werden Jameis Winston als Backup weiter da lassen. Ist eine Meinung. Also, was ich auf jeden Fall vermissen werde, ist, wenn Hill sich auf Quarterback konzentriert, der Jet Sweep. Ja, den gibt's dann nicht mehr. Ja, der ist dann vorbei.
Ja, also, oder vielleicht doch, wer weiß. Es wurde auf jeden Fall oder werden gerade noch bei den Saints so ein bisschen Trading-Gerüchte wahr, beziehungsweise Uptrades, ja, welche möglichen Partner da dabei wären. Die Patriots werden genannt auf 15. Wo sind die Saints eigentlich? Auf 26, 28? 28. 28, also ziemlich, ja, stimmt, ja, die sind ja etwas unglücklich. Reste Rampe. Etwas auch irgendwie ausgeschieden. Ja, und die brauchen ja definitiv Cornerback und Linebacker, ja, und wollen da definitiv auch hoch. Aber die Patriots haben wohl selber auch einen Cornerback-Need. Allerdings heißt es wohl, dass Belichick in der ersten Runde eigentlich am liebsten Edger oder Safeties draftet. Habe ich jetzt ehrlicherweise nicht gecheckt, ob das in den letzten 20 Jahren so war. Ja, aber das ist auf jeden Fall interessant. Werde ich mal beobachten, was die Patriots jetzt machen, wenn sie nicht auf Quarterback vielleicht sogar gehen dieses Jahr. Ja, wird nämlich auch gesagt, dass Fields möglicherweise ein Target ist. Deswegen fallen die Patriots raus. Die Raiders wären vielleicht noch eine Option. Ja, die haben aber eigentlich selbst auch auf O-Line sind sie aus. Also deswegen wollen sie wahrscheinlich irgendeinen von den Big Boys nehmen. Cornerback könnte sich auch überlappen. Und das möglichste Target wäre wahrscheinlich die Dolphins auf 8. Die brauchen nämlich einen Edger oder Running Back, ja, sind aber selbst schon in den Top 10. Ja, und ob man in der ersten Runde einen Edger, Running Back in der Position nimmt, Kevin wird was sagen können zu den Running Backs, ja, in der ersten Runde, ist wohl recht risky. Ja, deswegen könnte das möglicherweise ein Target sein, was vielleicht zu einem Trade kommt. Wir werden es beobachten, wir halten es mal im Hinterkopf und schauen mal, ob das passiert. So viel zu den Saints, zu den Wobei, da muss ich kurz reinklatschen, weil ich glaube nicht, ja, dass sie hochtraden. Glaubst du nicht? Glaube ich nicht, ne? Glaube ich. Also, ich meine, Gerüchte gibt es viele, auch bei uns, also bei Carolina und so weiter. Es wird viel passieren, darauf passieren, wie sich das Draftboard natürlich entwickelt. Aber ich glaube nicht, dass sie hochtreten, weil der offensichtlichste Need, meiner Meinung nach, ist einfach der Cornerback. Und auch in die in der Höhe von der ersten Runde, Caleb Farley wird erwartet, dass er sicher runterfällt. Samuel Jr. wäre eine Möglichkeit. Ich glaube, da gibt es genug Optionen. Ich glaube nicht, dass sie darauf drehen. Sie werden schauen, wie sie sich entwickelt und halt dann den Best Player nehmen, der für sie passt. Absolut möglich. Ganz spannend in der Recherche, die ich dann auch betrieben habe. Ich tummel mich ja jetzt mehr auf Saints-Seiten auch rum. Ja, es ist hart. Aber für die Falcons-Community mache ich das. Ja, also nur, dass ihr wisst. Ja, und Kevin auch im Übrigen. Ja, also das sind Opfer, die wir hier bringen. Ja, Folter. Nein, Folter will ich nicht sagen. Also es ist auf jeden Fall spannend, auch mal eine andere Sichtweise zu kriegen. Ich habe es ja letzte Woche schon gesagt. Julio steht da auf jeden Fall ganz groß bei denen. Und dementsprechend ist es mal nett zu sehen, wie die anderen das sehen. Aber Sean Payton hat definitiv immer getradet eigentlich in den letzten Jahren. Immer. Ja, bis auf das erste Jahr, wo er war und Bounty Gate, wo er draußen war. Also er hat irgendwie immer getradet. Deswegen wird man auch davon ausgehen, dass es Sean Payton dieses Jahr wohl auch wieder macht. Wir werden sehen. So viel zu den Saints. Wir haben noch die Buccaneers. Da sind drin Dominik auf jeden Fall und wer war noch? Dave. Dave, der ist heute nicht mit dabei. Stuttgart ist heute nicht mit dabei. Erzähl mal, was haben wir denn bei unseren Jungs von den Buccaneers? Ja, da fange ich erstmal mit einer Sache an, die vielleicht den meisten gar nicht bekannt war. Viele haben es gehört, dass in der NFL viele neue Rules beschlossen worden sind, unter anderem mit den Rückennummern. Es wurde aber auch über eine neue Regel diskutiert. Und zwar ging es darum, wenn man während eines Spielzugs zweimal Pässe anbringt hinter der Line of Scrimmage, dann sollte ein Loss of Down erfolgen für die Mannschaft. Und ich wollte das allgemein hier für alle einführen. Zwei Pässe hinter der Line of Scrimmage, sollte das jemals kommen, diese Regel, möchte ich sie gerne in die Tom Brady Rule umbenennen. Der ist ja bekannt dafür. Die wird eh schon so genannt. Die wird eh schon so genannt eigentlich, oder? Deswegen ja. Wenn die Rule dann kommt, dann finde ich, ist das für uns hier die Tom Brady Rule und das sollten wir dann auch alle einführen. Also du musst nur mal ganz kurz nochmal für alle, dass sie es verstehen. Also hinter heißt, dass der Pass quasi gefangen wird und noch nicht die Line of Scrimmage, dort wo der Ball zuerst war, passiert hat. Ja. Der wird zu kurz geworfen, also ein bisschen underneath, behind the Line of Scrimmage, links oder rechts raus. Ne? Also quasi die typischen Dump-Off-Pässe, ja, kurz auf den Running Back, der irgendwie kurz rausgeht oder zum Beispiel, halt. Ja, genau. Zum Beispiel. Okay, alles klar. Das ist also die Tom Brady Rule. Spannend. Gut, wir gucken mal, ob die kommt.
Dann habe ich mich natürlich auch ein bisschen in den Tiefen der Bucks-Community reingelesen und ich war so ein bisschen erstaunt dann doch. Die meisten, die wünschen sich nämlich im Draft dann einen Running Back. Ich habe ein paar Seiten gefunden, wo Umfragen gemacht worden sind mit bis zu 800 Votes, habe ich dann letztendlich gesehen. Mhm. Und da war es ziemlich, ziemlich klar, dass die sich einen Running Back wünschen. Die Buccaneers glauben, dass ihr Roster so gut genug ist, wie es ist. Man hat ja schließlich damit den Super Bowl gewonnen, jedenfalls mit den 22 Starting Players. Und nur auf der Position des Running Backs sieht man wirklich Bedarf. Also wohl ein ganz heißer Kandidat vielleicht auf Najee Harris letztendlich. Mhm. Ne? Mhm. Kevin freut sowas natürlich. Running Back Runde 1 geht immer. Sollte man auch dann gleich lange Verträge geben, ne, wie man es gewohnt ist. Schauen wir mal, was die Bucks machen letztendlich. Ansonsten gab es ein Resigning, kannst du ja vielleicht einmal einblenden. Ja. Von den Bucks. Nichts Großes, nichts Wildes. Man hat nur die 5-Jahres-Option gezogen beim Defense-Tackle Wehr und ja, dann können wir jetzt vielleicht noch das kleine leidige Thema der Rückennummern hier durchdiskutieren mit allen, wie ihr es so findet. Meine Meinung dazu ist einfach, sag kurz, was passiert ist, damit jeder auch weiß, was eigentlich das Thema ist. Vielleicht hat sich jeder mitbekommen. Ja, sorry, natürlich. Ja. Die NFL hat beschlossen, das Ganze ein bisschen aufzuweichen mit den festen statischen Nummern, die zu vergeben sind. Spieler können jetzt viel leichter auch niedrigere Nummern nehmen, gerade in der Defense. Und da sind natürlich viele Spieler heiß drauf, weil sie gerade in College-Jahren niedrige Nummern hatten. Und das findet unser Tom Brady, unser Lieblingsmensch, nicht so gut. Er hatte dann sinngemäß irgendwie geschrieben, Dump, lass uns doch alle nur noch in verschieden kolorierten Jerseys spielen. Scheiß doch drauf, wir brauchen überhaupt gar keine Nummern mehr, wäre ja dann sowieso egal. Da denke ich mir, okay, mein lieber Junge, du verdienst 30 Millionen im Jahr, du solltest es hinkriegen, deine Defense-Gegenspieler so weit zu kennen, dass du dich nicht unbedingt daran festmachen musst, was für Nummern die vorher getragen haben oder nur tragen durften, sondern es sollte für ihn dann auch möglich sein, einen Linebacker zu erkennen, wenn er vielleicht die 2 trägt. Ne? So viel traue ich ihm dann noch zu. Ja, es geht wahrscheinlich wirklich um den Check, den der Quarterback halt vorher macht. Ja, und ich frage mich gerade, und dazu bin ich zu wenig Quarterback. Ja, wäre vielleicht, wenn einer in den Kommentaren jetzt sitzt und das vielleicht kurz unterstreichen kann, ob das wirklich so entscheidend ist, zu sehen, welche Nummer ich habe. Ich habe mich mit anderen Footballspielern unterhalten, die als Receiver oder sonst wie gespielt haben. Die haben gesagt, die Nummer hat sie nie interessiert, weil ich gucke mir natürlich an, wer da vor mir steht und nicht die Nummer, um zu sagen so, ach, dich blocke ich jetzt nicht oder dich blocke ich, weil du bist ja die und die Nummer. Ja, von daher, ich kann es auch irgendwie nicht ganz nachvollziehen, weil auch der Liner, je nachdem, welches Blocking-Scheme sie spielen, ja, in der Regel immer von innen nach außen blockt, ja, damit man quasi nicht direkt durchkommt, den kürzesten und schnellsten Weg, ja, oder halt, wenn sie irgendeinen Outside-Run-Zone-Scheme spielen, ins nächste Level gehen und da den ersten quasi übernehmen, der dann in die Quere kommt. Also, ich weiß nicht, ob es eigentlich scheißegal ist, welche Nummer draufsteht, so, ja. Also, ich verstehe nicht so richtig das Problem bei Tom Brady. Hat irgendjemand eine Idee? Karen wants to speak to the manager. Aufmerksamkeit, keine Ahnung. Es ist einfach nur Gewohnheit bei ihm, denke ich mal. Ne? Er hat das jetzt 30 Jahre in der NFL so gemacht und wenn man es immer so gemacht hat, dann muss es auch immer so bleiben. Das erinnert mich ein bisschen an meinen Großvater. Der hatte immer dasselbe, das habe ich schon immer so gemacht und ist auch gut so. Ne? Du meinst, er ist Generation Facebook, ja, und kommt jetzt mit TikTok nicht klar? Ich komme mit TikTok auch nicht klar, aber ja. Dominic Brady? Nein, Spaß. Okay. Gut. Die anderen noch irgendwie eine Idee dazu, was es sein könnte vielleicht? Irgendwie mal aufgeschnappt was? Also ich finde es... Er hat sich auch nicht weiter erklärt, oder? Er hat einfach nur gesagt, es ist Dump und ist doch doof. Er hat ja nur seine Meinung preisgegeben quasi. Aber was ja auch viele auch geschrieben haben, warum er das dann macht, nachdem es entschieden wurde, weil er hätte es ja machen können, als die Idee schon rauskam, so nach Motto, dann schon sein. Aber dann, als es rauskommt, erst sagen so, wir haben darüber gesprochen. Vor allem er mit seinen 7 Ringen, ich könnte mir schon vorstellen, dass das irgendwo Gewicht gehabt hätte er das vorher kundgetan. Oh, nee, das ist demokratisch alles. Sorry. Natürlich. Ja. Natürlich. Ja.
Also Kevin fragt nochmal Dominik. Uff, Dominik, fühlst du dich schon alt? Oh, wir haben jetzt... Überhaupt gar nicht. Die Diskussion mit dem Alter führen wir jetzt nicht. Ja, die Chiefs haben es eingebracht. Ja, und Sascha hatte, soweit ich mich erinnere, die Idee, dass sie möglicherweise mit ihren retireden Nummern irgendwie nicht mehr zurechtkommen. Und ich glaube, das war auch letztlich irgendwo der Grund. Haben sie eingebracht und ist durchgegangen. Ja, also jetzt muss man sehen. Aber Kevin sagt auch nochmal, ich lese mal vor, für alle, die den Podcast hören, naja, wer weiß, ob er sich nicht intern schon vorher beschwert hat. Stimmt, weiß man nicht. Und vielleicht hatte seine Stimme dann doch kein Gewicht. Naja, vielleicht weiß hat man. Sich Kraft versucht einzusetzen für ihn, weiß man ja nicht. Ne? Man weiß es nicht. Jetzt ist es so, jetzt kriegen wir einstellige Nummern für Cornerbacks, ja, für Safeties. Ja, Linebacker dürfen, glaube ich, auch. Running Backs dürfen, glaube ich, dürfen auch die 80er-Nummer nehmen, wie die Receiver. Ja. Soweit ich weiß, kann es sein? Müssen wir jetzt nachschauen. Aber müssen wir jetzt mal nachschauen, ja. Was ich weiß, ist, dass es nicht zum ersten Mal diskutiert worden ist. Also, Also ich habe mich in die Protokolle ein bisschen eingelesen, kann mir ja NFL Operations, glaube ich, heißt die Seite, nachlesen. Es ist nicht zum ersten Mal diskutiert worden. Und jetzt ist es halt durchgegangen. Es ist wie bei allen anderen Abstimmungen auch, wenn du es oft genug reinbringst, wird es irgendwann durchgehen. Ja. Die Null ist aber nicht dabei, oder? Nein. Nicht, also das hundertprozentig sicher bin ich mir jetzt nicht, aber ich glaube, die ist nicht dabei. Ja. Ist nicht dabei. Wichtig ist vielleicht noch zu sagen, Entschuldigung, dass ich jetzt nochmal unterbreche, bestehende Spieler können nicht so einfach ihre Nummer wechseln. Die müssen die Bestände ihrer bisher produzierten Trikots dann auch aufkaufen. Und müssten jetzt kündigen, damit sie dann ab nächstem Jahr dann die Nummer wechseln dürften. Ja, also es wird für die Rookies jetzt interessant. Oh, wer denn? Habt ihr gesehen? Wer denn? Patrick Peterson spielt bei Minnesota mit der 7. Ja. Ah. Ja. Aber Dominik, ich finde es interessant und gut, dass du das gerade einwirfst, weil ich hätte mir jetzt die Frage gestellt an dieser Stelle, was ist denn jetzt mit den ganzen Leuten, die sich ein Trikot gekauft haben von ihrem Lieblingsspieler? Ja. Und da ist natürlich die Nummer drauf und dann, oh, ich wechsle mal die Nummer und die denken sich so, Mann, ich habe hier 7 Trikots von ihm hängen. Ja, schade. Also ich fände es auch gut. Ja. Genau, für die Spieler ist es natürlich total geil. Ich freue mich richtig für die. Die können sich ja nicht ihre College-Nummer vielleicht wiederholen. Für Fans, die sich das Trikot schon geholt haben, ist es dann sehr ärgerlich. Vor allem in mehrfachen Ausdruck vielleicht noch. Dann ist das ja vielleicht spenden sie die dann oder so, Kevin, weiß ich nicht. Vielleicht Kevin, in ihrer Community oder so, weiß man Kevin, ja nicht. Ne? Kevin Ridley, unser Spieler mit der Nummer 18, hat auf Twitter schon gesagt, die 18 bis zum Ende. Also das ist definitiv klar, da gibt es keinen Wechsel. Ja, also, ja, oder ist echt Idee dahinter, wieder mehr Einnahmen dazu generieren? Wenn ich jetzt dem Spieler neue Nummern, ich weiß nicht einmal, das Trikot habe ich ja schon mit der 11, jetzt hat er immer eine andere Nummer, ja, kaufe ich mir jetzt auch. Wenn es also, danach geht, dann können sie es auch wissen, wieder. Was da jetzt wirklich die Intention dahinter einfach war, weil das wird ja nun überhaupt nicht. Die Chiefs wollte ich nur, warum es gemacht wurde. Ja, aber ich glaube nicht, dass es mehr Trikotverkäufe waren, weil wenn die es mit mehr Trikotverkäufen machen wollen würden, würden die es machen wie in der Bundesliga, jeder Verein jedes Jahr 4 neue Trikots. Plus Europa wird wir nochmal 2 neue Trikots. Das ist Gelddrucken, Leute. Das ist Gelddrucken. Entschuldigung. Die wissen, wie es geht. Ich bin auch froh, dass es in der NFL nicht so ist, muss ich wirklich sagen. Das ist echt ein dicker Grund, warum ich stolz bin, jedes Jahr auf meine Trikots, weil die sich nie ändern oder selten ändern. Kommt auch nicht über irgendeinen Werbebanner vorne rauf. Das ist auch ziemlich gut. Ja. Ja. Und im Übrigen noch mal ganz kurz zu dem, darf man jetzt sagen, Geweine von Tom Brady? Ich will niemand zu nahe treten, aber es klingt ein bisschen danach. Es funktioniert ja im College auch. Also warum kann es nicht in der NFL funktionieren? Also es ist, wie gesagt, ich habe es noch nicht ganz raus. Wenn irgendjemand was dazu findet, schreibt es in die Kommentare runter. Würde ich mich freuen, da was dazu gelernt zu haben. Oder ihr findet uns auf Instagram, Facebook beziehungsweise auf Twitter und schreibt uns da direkt an oder markiert uns dort. Ja, das würden wir dann gerne sehen. Ich kann ja hier nochmal ganz kurz einbringen, wie unsere Handles sind. Da unten sind sie zu sehen. Ja, also dürft ihr gerne uns was dazu schreiben. Na gut, Tom Brady und die Bucks erledigt, würde ich sagen. Ja, kommen wir zu zwei coolen Events, die wir hatten. Wir wurden angefragt von den Dolphins und von der Jax Elite an einem Mock-Draft teilzunehmen. Und natürlich haben wir zwei unserer Experten quasi dahin geschickt. Einmal der Micha und einmal der Kevin.
Und Micha, wir fangen mal bei dir an. Du sagst uns mal bitte, wie ist das abgelaufen bei den Dolphins? Wo hat das stattgefunden? Wie viel wart ihr dann letztlich? Ja, wie gut organisiert lief das? Ja, das Ganze kann man ja auf YouTube als quasi Podcast dann sich nochmal anhören. Ja, gib uns mal so einen kleinen Einblick, wie das stattgefunden hat, weil das hat sich ziemlich fett angehört eigentlich von außen. Sag mal. Ja, also war ganz interessant, weil wir sind erstmal mit ungefähr einer Dreiviertelstunde technische Probleme angefangen. Oh. Das sollte erst über eine Plattform stattfinden. Ich weiß gar nicht mehr. Auf jeden Fall war es ja nur Audio und wir sind dann nachher in Zoom-Link geswitcht. Das war aber auch das einzige Manko eigentlich, was ich an der Organisation, oder ist kein Manko gewesen, ist halt einfach so gewesen. Also war trotzdem super geil, super organisiert. Die hatten Commissioner da, der dann auch die Trades aufgeschrieben hat. Irgendwie in unserem Discord-Server wurde das alles vernünftig dokumentiert. Ja, war eine coole Sache auf jeden Fall. Hat wirklich Spaß gemacht. Was ich sagen muss, wo ihr mir ja dankenswerterweise ziemlich freie Hand gelassen habt. Ich war ziemlich Trade-aktiv, habe ziemlich alle Leute da gefühlt angeschrieben, außer die Saints und unsere Division-Rivalen natürlich. Sehr gut, ja. Und da waren schon viele dabei, die gesagt haben, ich habe mich mit der Community abgesprochen, ich muss das und das und das machen. Echt, ja? Deswegen war es dann, ja. Und ich hatte ja wirklich komplett freie Hand. Ich denke hier, Nico hat mich gekillt, aber da sitzt er. Ja, allerdings. Aber gut, das ist alles gut. Alles gut, Morgen. Kannst du machen. Ja. Ich habe dich abgefeuert, Micha, 100%. Ja, jetzt. Moment, nicht voreilig. Nicht so voreilig, bitte. Wir wollen doch nicht verraten, was hier gewesen ist. Ja, erzähl mal, was war denn so das erste Trade-Angebot, was so, sag ich mal, interessant war? Ich hab hier was von den Packers. Ja, ich würde das mal einblenden. Ja, wie lief das da? Wer war das? Weißt du noch, wer das war zufällig? Also welcher Abgesandter? Muss ich mal nachschauen. Ich habe hier. Es ist nicht wichtig. Also nur wenn es im Kopf gab, ist nicht weiter schlimm. Nee, kann ich nicht ganz genau sagen. Aber war das einer von den Packers Germany? Warte, ich guck mal, ob ich sehen kann. Also war auf jeden Fall von irgendeinem Fanclub, die waren alle da irgendwie organisiert. Ich kann es dir nicht ganz genau sagen. Muss ich vielleicht mal nachliefern oder ihn mal fragen. Ich weiß gar nicht, ob ich es so sehen kann. Kann ich so jetzt gerade nicht zu sagen. Alles gut, alles gut. Genau. Ja, das war mein Uptrade ans Ende der ersten Runde. Ich war auch da sehr aktiv. Ich habe ab Pick 20 wirklich mit jedem Team verhandelt, weil ich mir schon vorher vorgenommen hatte, wenn Jalen Phillips hinter die 20 fällt, will ich den haben. Leider kam es nicht zustande und irgendwann ging dann auch die Edge-Welle los. Dann sind dann hintereinander drei Edges und ein Linebacker, der auch rushen kann, weggegangen und dann bin ich reingekommen bei den Packers und habe unseren zweiten, unseren dritten dieses Jahr und unseren vierten nächstes Jahr getradet für den First-Round-Pick der Packers an 29 und habe mir da Gregory Rousseau geschnappt. Okay. Also das ist nochmal quasi aus den anderen Runden heraus, bist du da nochmal ein zweites Mal reingekommen? Genau. Okay. Ich bin nochmal hochgegangen. Ja. Und ich denke, da ist auch das wirkliche Value von Rousseau, deswegen habe ich da zugeschlagen. Die anderen hätte ich lieber gehabt, sowohl Quitty Paye als auch Jalen Phillips. Kam halt leider nicht zustande, aber mit Rousseau, der ja noch ziemlich roh ist, konnte ich leben, weil das dann auch ganz gut zu meinem Pick an 4 passte. Pick an 4, da gab es... Gehen wir mal gleich weiter. Da gab es auch Verhandlungen mit den Patriots. Wie lief das mit den Patriots? War es gut? War es nett? Ja, war ziemlich kurzweilig, weil mir das Angebot, also da passte vorne und hinten nicht, meiner Meinung nach.
Ja, also vom Value für einen Quarterback, also er meinte, ja, ich habe auf den Value-Chart geguckt und ich bezahle leicht über, aber so wird es ja nicht, wenn du mal guckst, was die 49ers bekommen haben, dann ist nicht mit leicht überbezahlt. Also, der hat geboten. Ja, sag, ja, was hier unten steht. Ja, ja, was da unten steht. Also kein Future First Round Pick, sondern zwei Second Rounder und Third Round Pick. Ich könnte mir vorstellen, dass da vielleicht der Hund von Belichick am Laptop gesessen hat. komm, ich gebe dir einen Second Rounder und vier Runden ist der Prügel, aber auch gut bezahlt. Ja. Geil, also das lief wirklich richtig, also knallharte Verhandlungen. Da war nicht so, ey, komm, lass mal und so weiter, sondern die waren richtig verbissen dabei, die Jungs, oder? Also es klingt so ein bisschen. Ja, ich habe nicht lange mit denen verhandelt, dann, als ich gemerkt habe, dass da nicht vorangeht. habe ich schnell den Stecker gezogen. Ja, und ganz interessant dazu, ich hatte auch schon mit den Lions verhandelt, bevor ich überhaupt zum Downtrade angesetzt hatte, dass ich wieder hochgehe auf 7. Was ja nachher auch passiert ist, also nicht bei mir, aber die Eagles sind dann für Pitts hochgegangen. Mhm. Und im Endeffekt wäre es dann von dem, was die Patriots geboten haben, hätte ich, sagen wir mal, noch irgendwie unseren Drittrunden-Pick dieses Jahr drauflegen müssen für 3 Positionen zurück. Also hat halt nicht hingehauen. Weit ab von jeglicher Realität anscheinend. Ja. Also das hat vorne nicht. Aber es gab noch ein relativ interessantes Angebot. Ein interessantes Angebot, genau. Sag mal, was waren die ersten 3 Picks, die weggegangen sind? Und darauf bezog sich ja das Angebot, das wahrscheinlich vorher dann gekommen ist. Ja, also genau. An 1 ist weggegangen. Trevor Lawrence, an 2 Zach Wilson und genau. An 3 dann Justin Fields. Leider muss man sagen, weil du hattest Verhandlungen mit den Steelers. Und was haben die Steelers in die Waagschale geworfen? Okay, ich hatte mit Steelers verhandelt und dann den Preis auch noch ein bisschen hochgedrückt. Ich meine, die Steelers sind auch, ist glaube ich Pick 24, wäre also weit zurückgegangen. Aber es wären 2 Future Firsts, dieses Jahr natürlich der First, Second dieses Jahr, Viertrunden-Pick dieses Jahr und nächstes Jahr der Second-Round-Pick. Ja, und das wäre ein Angebot, ja, da hätte ich nicht Nein gesagt, wenn das so da gewesen wäre. Also mal ehrlich jetzt, kommt dieses Angebot in 2 Tagen zuschlagen, oder? Jo. Sind wir uns einig? Ja, auf jeden Fall. Ja. Ganz klar. Sascha, ich habe noch kein Nicken gesehen. Entschuldigung. Ich dachte, du wirst es immer sehen. Wir möchten hier bitte einen 100%igen Konsens haben, Sascha. Nein, aber ich glaube, da würde ich auch zuschlagen. Da glaube ich, überlegen. Also so sehr ich da wirklich, ne, aber nee, das musst du machen. Also für alle, die zuhören oder zuschauen jetzt, als ich das getippt habe, ja, habe ich zu Micha gesagt, und da wusste ich aber nicht, dass Fields schon weg war. Ich habe gesagt, wie, du hast das nicht angenommen? Das möchte ich bitte erklärt haben. Aber jetzt, wo drin steht für Fields, ja, macht es natürlich Sinn, weil ich dachte so, wie hätte man das weggeben können? So ein geiles Angebot. Aber Fields war schon weg und dann bist du dran gekommen. Du hast dir Zeit gelassen. Ja, du musstest ja noch verhandeln und dann hast du... Genau, ich habe noch verhandelt. Dann habe ich natürlich die anderen geschockt und Trey Lance gepickt. Sascha hebt die Hände. Ja, Micha, bester Mann, 100%ig. Der Koffer mit dem viel Geld ist gerade rübergewandert. Über Trey Lance, da muss man echt nochmal reden. Erzählt mal. Lasst uns doch kurz darauf gehen. Trey Lance jetzt der Pick für uns? Dafür haben wir ja im Grunde genommen jetzt die Diskussion hier, bevor wir nachher noch eine andere haben, aber arbeiten wir doch mal die Sachen ab. Ja? Trey Lance ist jetzt bei uns. Ja? Warum hat Micha Trey Lance gewählt? Ja, klar, die anderen Möglichkeiten, Trade-Downs und so weiter, war alles nicht gegeben. Ja? Patriots waren geizig, ja? Oder der Hund von den Patriots, wer auch immer, ja? Hat nicht funktioniert. Ist Trey Lance dann, also wenn es jetzt kommt, wir müssen es ja schlucken sowieso, ist es dann das, womit wir zufrieden sein müssen? Oder sind wir wirklich, vielleicht wirklich angebübt, ja, dass wir keinen anderen bekommen haben? Also, wenn ich zuerst reingrätschen darf. Bitte. Weil ich habe mich jetzt noch mal ein bisschen intensiver auch mit Trey Lance beschäftigt, weil es ja anscheinend wirklich eine Option ist für die Falcons. Und dann habe ich mir ein bisschen seine Werte angeguckt. Also, Trey Lance, der hat ja
gerade mal 319 Passversuche in seiner ganzen College-Karriere gespielt. Mal zur Einordnung für alle die Quarterbacks, die vorher erst mal ein Jahr auf der Bank saßen in der NFL. Rodgers hatte 650 knapp auf dem College. Josh Allen hatte auch fast 700. Und Mahomes zum Beispiel hat 1300 Passversuche gehabt auf dem College. Mal zur Einordnung. Und was ich ganz, ganz dolle Bedenke finde bei Trey Lance ist, dass er 2020 nicht gespielt hat. Er hat sich ja dafür entschieden, durch Corona nicht zu spielen. Sprich, er hat 2020 nicht gespielt. Oh, Micha hat einen Einwand, Entschuldigung. Der hat nicht, hatte kein Opt-out. Nee? Er hatte nur Corona-bedingt nur ein Spiel. Der genau, die Saison ist abgebrochen worden. Okay, oder so war das irgendwie. Er hatte nur ein Spiel, 2020. Dann würde man ihn gegebenenfalls 2021 auch auf der Bank lassen. Er hätte dann 2 Jahre lang kompetitiv überhaupt gar kein Football gespielt. Also das ist etwas, das macht mir so Bauchschmerzen. Also so wirklich so 2 Jahre ohne Wettkampf und eben diese geringe Erfahrung auf dem College fand ich bedenklich. Und darunter hat er ja dieses Spiel gehabt, da hat Tom Pelissero drüber geredet bei NFL Network, dieses wirklich schreckliche Spiel gegen Central Arkansas. Da hat er gesprochen von einer horrible Passgenauigkeit, weil da hat er 5 Interceptions geworfen in einem Spiel. Ein Tweet, was ich gelesen hatte, Future Hall of Famer wurde Trey Lance verortet. Wie passt das dann? Kevin, unten Kevin aus Österreich, sag mal. Ja, ich habe auch Bedenken, was viel Lance angeht. Persönlich würde ich viel wahrscheinlich eher nehmen. Aber ich muss selber sagen, ich könnte damit leben. Persönlich bin ich auch ein Pitts-Train, ja, das ist einfach so. Lance ist halt, er läuft halt viel, ja. Das heißt, du bist halt wirklich variabel, du hast halt wirklich viele Chancen. Was ich sehr lustig finde, ist, Craig Rousseau hat ja Opt-out gemacht und ist gefallen, wie ich angefangen habe, mich heuer mit den Prospects zu beschäftigen, so Ende Dezember, Anfang Jänner. Hat es immer geheißen, ja, Quecuso fix Nummer 1, der Edge-Rusher. Und dem wird jetzt vorgeworfen, ja, er hatte die letzte Saison nicht gespielt. Der hat ja dann ein super Interview noch gehabt, deswegen erwartet man, dass er doch früher geht, als momentan Konsens erwartet wird. Aber bei Lance quasi ein Spiel gespielt, dann die Saison abgebrochen worden und dem wird es jetzt nicht vorgeworfen und er fällt nicht. Ich finde das sehr interessant in der Art und Weise, wie klar, Quarterback wäre eine wertvollste Position und so weiter und so fort, aber diese Art und Weise, wie Bericht erstattet wird und wie das Ganze aufbereitet und aufgeputscht wird, ist halt schon sehr unterschiedlich. Ich kann mit Lance leben, aber ich habe es eh schon gesagt, mein Pick wäre es nicht. Danke, danke. Nico? Ja, Lance, ich habe mir ein paar Notizen auch gemacht, ich habe ja ein bisschen recherchiert, ist für mich auf Platz 4 meiner Quarterback-Liste. Er ist für mich der größte Rohdiamant, Betonung liegt auf Rohdiamant. So, er hat Stärkenpotenzial gezeigt, das Potenzial muss aber auch immer hart werden. Und da sehe ich eine sehr, sehr große Gefahr. Also, der hat auch nur 17 Spiele, College-Spiele gespielt, habe ich aufgeschrieben. Stimmt das, Leute? Meine Recherche? Das ist nicht viel. Und der hat für mich einfach irgendwo ein großes, Entschuldigung, dass ich so ausdrücken muss, Basspotenzial. Ganz klar. Ja. Und wenn ein Rohdiamant nicht geschliffen werden kann, gescheit, dann bringt es ja auch nichts. Also, ich würde auch an Justin Fields immer über einen Trey Lance nehmen. Wenn du die beiden mal auf dem Board wären, ich würd Justin Fields nehmen. Da gab es auch diese Woche eine große Diskussion. Kommt gleich später noch drauf, aber ja, keine Frage. Also sollte es ist nicht ganz klar, ob es jetzt wirklich passiert. Letztlich heißt es wahrscheinlich doch nicht, dass die 49ers auf Mac Jones gehen. Ja, von Alabama war das, glaube ich. Ja, wenn ich mich jetzt nicht täusche, genau. Sondern doch anscheinend auf Fields greifen. Ja, dann ist ja Trey Lance und Mac Jones übrig. Oder, Kevin? Doch nicht? Es hat Reports gegeben, dass sich die 49ers auf entweder Trey Lance oder Mac Jones geeinigt haben. Und ich also, persönlich würde dann Trey Lance nehmen. Mac Jones ist für mich kein eher sehr später First Rounder, wenn überhaupt. Aber ich wollte gerade sagen, ne? Ich finde das auch schon überraschend.
in einigen Fantasy-Mockdrafts, die ich gesehen habe, ist Mac Jones irgendwie in den Top 20 nur. Und dann heißt es ja, entweder Mac Jones oder Trey Lance. Und können beide mal ganz schnell die Plätze tauschen. Also da ist doch grundsätzlich, würde ich sagen, ein Unterschied im Potenzial und in der Leistung, die sie gebracht haben. Aber trotzdem ist dann dieser Unterschied von, du könntest der 4. Pick werden oder du könntest nur der 18. Pick werden, ist bei den Quarterbacks gigantisch. Je nachdem, wer als letzter weggeht von den Vieren. Und wie verzweifelt du nach einem Quarterback suchst. Auch, ja. Ja. Oder? Kevin? Nummer 1, Kevin? Ja, es ist, also ich sag mal, wenn sie jetzt wirklich Trey Lance nehmen, dann, ich meine, akzeptieren müssen wir es ja so oder so. Ich würd mich wundern, ja. Also ich persönlich hatte ihn auch auf Rang 4 jetzt bei den Quarterbacks hinter Wilson und Fields an 2, Lawrence hat an 1. Weil es halt, ja, der ist wirklich super roh. Also der bringt halt diese Tools mit, die ein Quarterback halt haben muss. Ja, er hat ein gefährliches Running Game, ja. Brutal arm, aber ja, ob das dann so, ob das klappt in den Pros, das kommt natürlich auf die Situation an. Bei uns hätte natürlich eine Offense, wenn wir jetzt, sagen wir, unsere Stücke jetzt so behalten. Also gut, ihr wisst ja, ich meine, ich bin eh ein Fan vom Downtrade. So, also ich würde noch keinen Quarterback nehmen, weil ich die Umstände bei uns noch nicht passend sehe für einen neuen Quarterback, wo du ihn jetzt wirklich reinsetzen kannst. Und es ist gefährlich. Ich meine, dass die Medien die Quarterbacks dieses Jahr hypen bis zum geht nicht mehr. Das ist unglaublich. Beste Quarterback-Klasse, ja, aller Zeiten wahrscheinlich. Ist Wahnsinn, ja. Also ich hatte jetzt heute NFL Throwback bei YouTube angeguckt, dann sind die 2011er Draft-Class nochmal angeguckt, wo Julio und AJ Green und so weggegangen sind. So war eine brutale Klasse. Und da waren ja auch drin Christian Ponder. Wer war noch? Blaine Gabbert, Quarterbacks, die beiden. Mhm. Und halt gut, Cam Newton, Adam 1. Quasi. Ne, aber das war auch so, da haben wir auch gesagt, gut, das kommt, wenn die halt desperate sind, ne? Wenn die wirklich wir brauchen unbedingt einen Quarterback. Und auf einmal gehen die so hoch weg, obwohl sie es eigentlich vom Talent gar nicht sind. Mac Jones, meiner Meinung nach, späte erste, Mitte, zweite Runde, früher würde ich den nicht nehmen. Aber wenn jemand unbedingt einen Quarterback haben will oder jemanden braucht, ja, dann geht er auf einmal vielleicht doch in den Top 10. Es ist, also ich denke, das Spielchen, was wir ja Terry Foxenot ja so ein bisschen ja zulassen, dass er clever auch bestimmte Nebelbomben wirft und so weiter, ich denke, das kann man genauso auch umgekehrt machen. Ja, dass man jetzt den Value so hoch treibt von einem Trey Lance, ja, und jetzt eine Falcons Geschäftsführung sagt so, Mensch, ist der vielleicht doch so gut, dass ich ihn nehmen müsste. Ja, das kannst du ja in alle Richtungen spielen, dieses Spielchen, ja, diese taktische Kriegsführung, ja, wird ja von allen betrieben, das sind ja alles Vollprofis dort. Ja, also ich kann mir schon sehr gut vorstellen, dass da in alle Richtungen Nebelkerzen und Nebelbomben geworfen wird, um die Leute zu verunsichern, ja, und dann zu Entscheidungen zu drängen, die sie eigentlich gar nicht machen wollen. Ich glaube persönlich, dass Arthur und Terry ganz genau wissen, was sie wollen, ja, und eigentlich schon klar sind, was sie jetzt machen, ja, und jetzt natürlich dieses Spielchen spielen, ja, denke ich. Oder was denkst du, Sascha? Kommt doch der Quarterback. Also Trey Lance wäre halt wirklich der, wo ich auch meine Argumente so langsam weniger werden für den Quarterback. Also das ist einfach so. Klar, die anderen, also Justin Fields, wäre mir definitiv lieber. Das Einzige, was ich halt einfach wirklich als Vorteil sehe bei einem Trey Lance, ist einfach, den kannst du, ich sag mal, auf die Bank setzen und du hast trotzdem im Umfeld Ruhe. Bei einem Justin Fields könnte ich mir vorstellen, da wären die Fans, da würden die nervös werden, komm, bring ihn, lass ihn doch, sobald Matt Ryan vielleicht mal einen schlechten Tag hat. Also ein Trey Lance sehe ich eher, dass die halt sagen, du, das ist ein Rohdiamant, lass ihn auf der Bank, lass ihn ein Jahr erstmal alles sich angucken. Der Step ist so oder so, ist das ein Quantensprung vom College hoch in die NFL. Ich glaube, da hast du wirklich, ich sag mal, ganz, ganz wenige, die direkt Starting Quarterbacks sind, die direkt vom College kommen. Ich glaube, es ist einfach die Zukunft. Es ist einfach pfiffiger zu sagen, wirklich, komm, wir packen auf die Bank, schau dir erstmal alles an, guck, und dann können wir ab Jahr 2. Ich mal kommen. An der Hand, ja, und führen dich jetzt mal hier lang. Ja, ich glaube, es ist wirklich so. Also, die sind teilweise 21, 22 Jahre. Also, weiß ich nicht. Also, Aber jetzt die berechtigte Frage von allen, die, und ich zeig's nochmal hier in die Runde, ja, die Podcaster können es leider nicht sehen, die Pitstrain-Fraktion, ja, wir haben jetzt die Emojis gefunden, genau, wir brauchen so ein Soundtool. Wenn du dann so ein Talent dagegen hast, ja, also quasi ein Außerirdischer, ja, ein Alien, ja, also ein
ein Julio González, wenn du so möchtest, ja. Also die Mischung, ja, eines Julio Jones mit Tony González, so wird es genannt. Wenn du dann die Chance hast, so einen Ausnahmeathleten zu haben, ja, und du nimmst dir, ich sag jetzt mal, einen in die Windel scheißenden Trey Lance, sorry, wenn ich das jetzt so sage, ja, und setzt ihn erstmal drei Jahre auf die Bank. Ich will den Gestank der Windel nicht haben, so, ja. Ich will lieber die Rakete da haben, ja, die mir möglicherweise jetzt noch das Fenster öffnet. Also, ja, das die Sache ja. ist, entweder wirst du dann in zwei Jahren, wenn du jetzt, ich sag mal, du nimmst Lance, entweder wirst du gefeiert, weil der dann doch in zwei Jahren eine Bomben-Season spielt, oder halt eben du bist raus, du wirst gefeiert. Weil du halt eben Trey Lance genommen hast und ähnlich Pitts. Das ist natürlich genau das Ding, was sie sich jetzt entscheiden müssen. Dafür können sie sich den angucken, den jungen Mann, und müssen sagen, ist das ein Franchise-Quarterback? Kann daraus einer werden oder nicht? Man darf ja natürlich auch nicht vergessen in der ganzen Diskussion, wie zum Beispiel, da verstehe ich auch den Gedanken von Micha zum Beispiel dahinter. Ja, Trey Lance ist aber letztendlich auch der mit dem größten Upside. Ne? Also dem wird ja Talent ohne Ende nachgesagt. Ne? Ich habe damit auch gar kein Problem. Mein Problem ist nur damit, dass er wirklich dann zwei Jahre eben nicht kompetitiv gespielt hat. Und für mich geht nichts über Spielpraxis. Ich finde, das ist so wichtig, gerade in jungen Jahren, als wenn du dir einen Veteran holst, der mal in der Saison auf der Bank sitzt und sagt, okay, ich kann für jeden Notfall mal reinkommen. Ne? Und vielleicht kann mir jemand von hier, weil ich habe es nicht ganz verstanden, aber wir haben ja hier Kevin und Micha, mal erklären, warum eigentlich Justin Fields so gefallen ist im Board. Weil ich habe den letztes Jahr gesehen auf die paar College-Spiele und ich fand den überragend, den Typen, und ich verstehe das gar nicht. Wer möchte, Micha? Also ich würde generell gern noch was zu dem gerade Gesagten sagen, und da in dem Zuge werde ich auch auf Fields eingehen. Was sagt er? Auf jeden Fall für mich persönlich, und ich glaube, wir werden gar nicht in die Situation kommen, dass wir uns zwischen Lance und Fields entscheiden müssen, weil Lance an drei weggeht, bin ich, also sage ich ja schon etwas länger, bin ich fest von überzeugt. Prediction? Prediction, nein, auf jeden Fall. Oh, Prediction, Ausrufezeichen, aufschreiben. Aufschreiben. Ja, und zwar jetzt zu dem Grund. Alles, ich kann alles verstehen, der hat nicht viel gespielt, das war nicht das allerhöchste Niveau. Okay, was ich aber bei Lance sehe und was wirklich einfach deutlich, oder ist ja deutlich der Beste in der gesamten Class, das hat, wer beim Draft Network ist, dafür schreibt Benjamin Solek, der hat eine riesenfette Analyse von den Quarterbacks gemacht, der ist mit Abstand der beste Quickpasser und der mit Abstand der schnellste Prozessor von den Quarterbacks. Und ich weiß nicht, ob man das beibringen kann. Das ist nämlich zum Beispiel bei Fields mein größter Kritikpunkt. Ja. Gefühlt steht er so lange in der Pocket und hat keinen Instinkt dafür, wann die Pocket zusammenbricht. So, und das in der NFL ist deutlich gefährlicher als ein Quarterback, der den Instinkt hat. Und vielleicht ist das auch der Grund, warum das so aussieht, dass Lance so viel wegrennt. Der weiß einfach, wann er losgehen muss. Und ich weiß, die Flaws bei Lance sind ein paar Accuracy Flaws, wenn er unbedrängt ist, das wunderbar coachable, glaube ich, wenn du den mal ein Jahr oder zwei Jahre hinter einen Quarterback setzt, ob du einem Fields den Instinkt für dieses Quick-Passing-Game und diese Antizipation beibringen kannst, da habe ich größere Bedenken. Deswegen ist für mich Lance aber auch schon lange over Fields. Also das ist ja das, was man ja Tom Brady ja nachsagt, ja, dass er den schnellsten Release hatte des Balls. Ja, also sowieso als Pass. Ja, und dann halt auch, und das machen die guten Quarterbacks ja aus, zu wissen, wann gebe ich diesen Spielzug auf und werfe den Ball weg. Ja, das hat Matt Ryan, finde ich, sehr schön häufiger gemacht in dieser Saison und eben nicht irgendwie versucht dann noch auf Teufel komm raus, das Ding loszuwerden. Da gibt es genug Quarterbacks, die es machen und dann die Interception fangen und dann hast du sofort das Turnover. Ja, also von daher muss man das einfach mal machen. Ja, und jeder, der selbst mal irgendwie Madden gespielt hat und so weiter, weiß, wie es ist, ja, da einfach mit der Brechstange durchzugehen, rächt sich in der Regel. Ja, also selbst bei den Simulationen. Ja, also von daher ist das auf jeden Fall ein Argument. Ob das dann jetzt, und du meintest, Dominik, vorhin, er hat den größten Upside. Ja, also klar, wenn du
mehr oder weniger weiter unten bist, hast du nach oben halt natürlich mehr Platz, ja, wenn die Flasche irgendwie nur so ein bisschen voll ist. Ja, aber das, ja, aber kommt doch drauf an, ob du eine 0,3 Liter Flasche bist oder eine 1 Liter Flasche. Ja. Oder eine Flasche leer. Ja, dann hast du natürlich richtig, ja, richtig Abfall, ja. Alles schwierig. Also ich glaube, was momentan so in der Community ist, und wir haben ja, ich habe es jetzt nicht nachgezählt, jetzt ganz aktuell, aber das Gewinnspiel läuft ja gerade, ja, und die meisten in der Gruppe bei uns sind in dem Hype verfallen, ja, ich will es nochmal ganz kurz zeigen, ja, Pitts-Train, ja, ich glaube, die meisten glauben einfach, dass es Kyle Pitts werden wird, ja, und das ist natürlich gerade ein Trend, ob das jetzt der richtige Trend ist oder ob das einfach nur so, wow, da kommt der nächste Julio, ja, klar, aber es ist natürlich auch irgendwo der Fan, der jetzt nicht in allen analytischen Geschichten drin ist, der geradlinig einfach nur nach Gefühl geht. Und das scheint eher Pitts zu sein. Vernunftstechnisch möglicherweise weitergedacht, aber ich glaube, die meisten sind so drauf, ey, lasst uns dieses Jahr noch probieren. Matt Ryan wird nicht jünger, Julio Jones wird nicht jünger. Ja, vielleicht haben wir das Fenster noch die nächsten 2, 3, 4 Jahre. Wer weiß. Ja, da muss man dann auch realistisch sein, weil also ob wir wirklich so dann ein Fenster haben, wie es viele dann auch behaupten, wenn wir Pitts nehmen, lasse ich jetzt einmal so dahingestellt. Ja. Ich persönlich glaube einfach, der Zug für uns ist abgefahren. Ja, und da muss man natürlich auf lange Sicht, glaube ich, dass man mit einem Pick von Pitts jetzt, mit einem wirklich ein Tight End, alle tun immer so, wie wenn der nicht blocken könnte. Das stimmt ja so nicht. Das ist ja auch sehr Meter groß. Also ich glaube, dass uns da mehr Gefallen tun würden, als wenn wir auf Teufel komm raus am Pick 4, an der 4 jetzt ein Quarterback nehmen, der dann, wenn es blöd geht, auch wirklich 2 Jahre noch sitzt. Oh Leute, das finde ich schwierig. Ich will gerne was dazu sagen, aber ich lasse es lieber. Wir wollen ja den Diskussionspunkt. Das springt den Rahmen, glaube ich. Ich wollte an dieser Stelle mal ganz kurz zu Justin Fields sagen, was ich diese Woche gehört habe. Es gab ja natürlich einmal die Diskussion wegen seiner Epilepsie, die auf einmal aufkam, war die ganze Zeit kein Thema und auf einmal 5 Tage vom Draft, der Junge hat Epilepsie, oh mein Gott, was ist wenn? Totaler Quatsch für mich, ich glaube für viele aus unserer Runde hier auch, er ist damit immer gut umgegangen. Ein anderes Gerücht, was ich jetzt vor kurzem gehört habe oder gelesen habe, ist, dass er auch sehr dünnhäutig sein soll und nicht sehr kritikfähig. Ich weiß nicht, ob ihr das auch irgendwie gesehen oder gehört habt. Ich weiß auch nicht, ob und inwieweit das stimmt. Aber das soll auch ein Grund gewesen sein. Soll auch ein Grund sein, warum er jetzt doch fallen soll. Man kann aber natürlich jedem was andichten. Wir wissen alle nicht, was offiziell in Interviews läuft, was offiziell gesagt wird, was die Eindrücke der verschiedenen General Managers und Teams sind. Ja, aber das ist mir zu Ohren getragen worden. Die Information habe ich nicht. Keine Ahnung, wie viel es so drauf ist. Ob er dann wirklich ein Locker-Room-Leader ist, ja, der vielleicht auch mal was einstecken muss, ja, wenn ihm vielleicht mal ein Linebacker zur Seite nimmt und ihm da mal den Marsch bläst, wie es so schon heißt, ob er da nicht vielleicht zusammenfällt, ja, und sich in die Windel von Trey Lance verkriecht. Ich weiß es nicht, ja. Ich habe dazu keine Infos. Ja, da gehen natürlich viele Emotionen durch und es geht natürlich auch viel, ja, aus der eigenen Sichtweise Matt Ryan, ja, Julio Jones und so weiter, was ja im Grunde genommen dann auch irgendwann der nächste Schritt sein muss, dass da sich wahrscheinlich irgendwas ändern wird. Kurz nochmal zu Kevin Nummer 2. Pitts passt einfach so wunderbar ins Scheme. Klar Nachfolger von Jones etc. Aber Smith muss das auch so sehen. Also Coach Smith. Ja, Fontenot muss das auch so sehen. Ich denke, ja, Smith würde gerne weiter mit Ryan gehen wollen. Haben wir letzte Woche darüber gesprochen auch. Haben wir gesprochen, ja. Definitiv. Der Dinky, ich glaube, der ist bekannt, wer das hier ist. Wir haben ein zumindest visuelles, gleiches Exemplar hier einmal zu sitzen vom Bruder. Pitts wäre ein feiner Pick und Atlanta ist ja dafür bekannt, gute Receiver auszuwählen. Hat er nicht ganz Unrecht. Ja, Ridley war ein guter Pick, Jones war ein guter Pick. Ja, na gut. Wollen wir zum letzten Thema kommen, Jungs? Seid ihr bereit? Oh, ja, es gibt, ach nee, Entschuldigung, Moment, stopp. Moment, ja, wir hätten jetzt hier fast den Kevin vergessen, ja, bei der ganzen Diskussion, wo wir uns schon verrannt haben. Kevin, warum sagst du denn nichts? Ja, das muss ja erstmal hier alle ausdiskutieren lassen. War ja auch ein kontroverser Pick, den mich ja da gemacht hat. Genau. Keiner mit gerechnet.
Also ich frage mich auch, warum wir in den Kommentaren nicht weiter auf ihn einhacken. Ja, aber anscheinend hat Sascha im Hintergrund die Fäden gezogen und alle beruhigt. Ist auch Commissioner der gute Sascha. Nein, wir hatten natürlich auch noch Kevin bei der Jax Elite quasi im Mock-Draft mit drin. Wenn du das so hörst von Micha, einfach mal so vergleichend, wie lief es bei dir? Wie waren die Jungs drauf? Wie war es organisiert? Hat Spaß gemacht oder was war das für eine Veranstaltung? Ja, also hat mega Spaß gemacht. Die haben das über Discord aufgenommen und danach wollen die das halt auch per Stream halt nochmal hochladen. Soll heute Abend, heute Nacht dann auch rausgehen. Auf jeden Fall waren wir, lass mich lügen, 26 Leute, also fast wirklich alle Teams aus der ersten Runde vertreten. Wer auf jeden Fall wer nicht dabei war, waren die Saints, auch ohne Stellvertreter. Das habe ich ein bisschen gewundert. Die anderen hatten zum Beispiel, wenn sie nicht da waren, beispielsweise die Lions, einen Stellvertreter. Das heißt, die hatten dann vorher Jax Elite geschrieben, ein Szenario aufgemalt und dann durften die für die Lions dann picken. Fand ich ganz cool. Sonst, die hatten einen Trade-Channel, einen eigenen da eingebaut, einen allgemeinen Channel, wo man dann eben mit den anderen sprechen konnte. Ein Commissioner und zwei Broadcaster, sage ich mal. Und ja, ich habe im Vorfeld, wurde ich direkt von den Patriots angesprochen. Die wollten auf 4 hüpfen, gemäß dem Fall, dass Fields da ist. Der ist aber leider auch, da ist das Paket, das werde ich sofort angenommen. Also dieses Jahr den First, den Second, nächstes Jahr First, Second und einen Fourth Rounder. Sehr, sehr stabil. Hätte ich angenommen, aber leider Fields ging dann an 3 zu den 49ers. Davor halt Wilson, Jets und Lawrence eben Jaguars. Da ist das Angebot leider übrig. Und kein anderes Team ist richtig nach oben gegangen. Die wollten auch nicht richtig, glaube ich, den Preis dafür zahlen, hochzutrainen, weil sie eben gedacht haben, okay, wir nehmen dann Pits, was ich dann auch genommen habe, Best Player Available. Und die wussten ja halt so, die Bengals nehmen keinen Quarterback, die Dolphins nehmen keinen Quarterback. Und dann wussten die auch, Lions, guter Trade-Partner, da könnte man es versuchen. Für die Pets hat sich's gerecht, denn die Panthers haben Lance genommen, auf einmal. Überraschung, Überraschung. Und dann blieb den Patriots nichts anderes übrig, außer nochmal mit den Giants zu traden, um sich Mac Jones zu holen, weil sonst die Gefahr besteht, dass die 49ers, das Football-Team und die und oder die Bears, Steelers, dass sie nach vorne gehen. Ja. Und Herr Oking geschrieben, das lief nicht ganz so. Der meint auch, ich glaube, Patrick hieß er, war nicht so zufrieden. Aha. Da hat er falsch gepokert. Aber das ist ja das. Sie haben auch gesagt, das kann im Draft genauso passieren, dass wir ihm gar nicht die Angebote kriegen. Und dann, dass danach losgeht, dass man sich einfach verschätzen, weil die denken, die rutschen nach hinten auf einmal, oh, Lions vielleicht sogar mit einem Quarterback, eventuell Panthers, Broncos, weiß man nicht. War auf jeden Fall spannend und die dickste Überraschung kam an 26 bei den Browns, Kellen Mond, Quarterback. Denn in der Community wird wohl gemunkelt, dass sie nicht auf Baker Mayfield fest sind, dass sie ihn nicht auf ihm sold sind und ihn eventuell nicht für die Zukunft sehen. Und da hat er dann Kellen Mond genommen. Wow. Ganz interessantes Ding. Wow. Also ich hatte irgendwas aufgeschnappt, irgendeinen Tweet von Baker Mayfield, so nach dem Motto, ich sehe meine Zukunft in Cleveland, irgendwie so. Hab's aber gar nicht richtig verortet gekriegt. Jetzt macht das auf jeden Fall Sinn. Anscheinend gibt's da Diskussion bei den Browns. Ich weiß nicht, ob unser Browns-Fan jetzt hiermit zugegen ist, dass er vielleicht mal ein Statement dazu abgeben kann. Aber das ist ja spannend, ja. Ich finde auch die Personalie Kellen Mond gerade sehr interessant, weil eigentlich wird ja dann als nächster, der außerhalb dieser Top 5 sowieso genannten Quarterback Leagues, ist ja eigentlich für die meisten Kyle Trask. Oder Davis Mills eher noch Stanford. Aber Mond hat man öfter schon gehört. Genau, das ist das Problem. Es gibt wohl nach diesen Top 5 ein breites Spektrum, die dann alles so zwischen 2 und Runde 6 weggehen. Und, ja. Sagst du nochmal, weil das kam gerade nur in einem Nebensatz raus, wen hast du letztlich gepickt? Achso, ich habe Best Play Available Kyle Pitts dann genommen. Er wollte es nochmal machen. Die, einfach. Die Kommentare waren noch einheitlich, ist der Best Play Available, die waren alle. Also die Bengals hätten ihn gern genommen, die Dolphins hätten ihn gern genommen und haben gesagt, da kannst du nicht viel mit falsch machen, auch bei uns mit dem neuen Coach, mit Matt Ryan. Passt. Ja, Arthur Smith ist ja nicht unbekannt dafür, mit den Titans zu spielen. Also es könnte so ein bisschen wie Faust aufs Auge passen. Also das Kellen Mond, Nuwolf, ja, warum das da immer wieder Diskussionen hochkommen. Anfang
März, ja, da wo halt die Draft-Season sozusagen wirklich losgeht mit Free Agency und so, hat ein Analyst von NFL Kellen Mond als Nummer 3 gerankt, noch vor Justin Fields damals schon. Also der hatte Trevor Lawrence, dann Zach Wilson schon, damals noch nicht bei allen auf Platz 2 und dann Kellen Mond. Der ist bekannt dafür, gerade bei Quarterbacks sehr, sehr genau zu sein. Der hat unter anderem bei Pat Mahomes waren sich auch ja viele nicht ganz einig, ist er jetzt wirklich was oder nicht, und der hat ihn damals schon auf Platz 1 eigentlich gehabt als bester Quarterback in dieser Klasse damals. Er ging auf 10 oder so, oder? Damals, was war das? 10 oder ist auf 10 gegangen dann. Ja. Die Chiefs sind da vorne getradet und haben ihn dann genommen. Aber von daher kommt diese Diskussion mit Kellen Mond immer wieder, weil man diesen Analyst halt wirklich schätzt für seine Analysen bei Quarterbacks, und der hat den halt wirklich verdammt weit oben im Vergleich zu vielen anderen. Sagst du nochmal den Namen bitte von dem Analysten? Den weiß ich jetzt gerade nicht. Ach so, nachschauen. Okay, alles klar. Wenn das irgendjemand rauskriegt, sowas ist ja immer spannend, interessant. Ja, dann kann man den Leuten vielleicht auch mal folgen und dem mal zuhören. Scheint ja nicht ganz unwichtig zu sein. Wir wollen ja hier auch was lernen. Okay, aber alles in allem mit der Jacks Elite und mit der Community dort eine feine Sache eigentlich, oder? Ja, das lief total rund. Also die hat man am Anfang ein bisschen mit diesem Crackbot, das ist ja diese Aufnahme, glaube ich, innerhalb von Discord. Da gab es einfach ein paar Startschwierigkeiten, aber das lief dann nachher einfach los und hat super Spaß gemacht. Würde ich gerne sofort wieder machen. Da war eine super lockere Stimmung da. Ja, nicht so viel verbissen wie bei Micha, oder? Das klang bei Micha auf jeden Fall richtig knallharte Business, Leute. Nee, ich habe knallhart verhandelt. Ihr selber, Micha. Genau so stelle ich mir den Micha vor. Ich glaube wirklich, dass bei Jacks Elite auch viel Freiheiten einfach da waren. So. Also, dass die haben auch hin und her getradet mit den letzten, also ab Pick 20, dann die Colts zurückgetradet, die Packers nach vorn und sowas. Da waren die wirklich frei, wie das Draftboard halt gefallen ist, und war ganz gut. Genau. Also was mir bei Kellen Mond noch einfällt, das ist der einzige Quarterback, wo kein guter Wide Receiver auch die letzten 3 Jahre rausgegangen ist aus Texas A&M. Und der 3 Jahre lang wird kein Receiver gespielt, die anderen ja immer den Vorteil haben. Deswegen kann auch sein, dass er deswegen hochgeht. Er hatte keine guten Waffen und trotzdem recht gut gespielt. Schwer auf jeden Fall einzuschätzen. So ein bisschen das Gegenteil von Mac Jones letztendlich, ne? Was waren die 4 Wide Receiver, Top Wide Receiver? Waren das 4 bei denen oder 5 sogar? Wie viele waren das in Alabama? Ja, die haben Lamb hatten hier gehabt, Waddle, Devonta Smith, noch Najee Harris, die O-Line, die ist am College. Oder? Ja, stimmt. Ja, es ist Wahnsinn. Also Alabama ist sowieso ein krasses Team. Denk mal. Auf jeden Fall. Wenn ich mal gucke, wer da alles kann für die erste Runde von den ganzen Prospects, meine Güte. Wird nur Alabama bedeutet. Zu Kellen Mond auch, der hat zwar keinen richtig guten Wide Receiver, aber einen ziemlich guten Tight End, der, glaube ich, nächstes Jahr kommt. Jalen Widermeyer, den kann man sich schon mal auf den Zettel schreiben. Jalen Widermeyer. Widermeyer Train. Ich weiß nicht, wie er geschrieben wird und ob es Emojis dafür gibt, aber scheißegal, auf den Train rauf und los geht's. Okay, wir driften ein bisschen ab, ja, aber das dient auch der Auflockerung für das nächste schwere Thema. Wobei, ja. Kevin, einmal noch mal ganz kurz. Ganz kurz, weil ich nachgeschaut habe. Ja. Christopher David Sims heißt der gewährte Typ, hat selber Quarterback gespielt für die Buccaneers und ist jetzt seit vergangenes Jahr bei NBC statt bei der NFL und hat damals schon vor einigen Wochen den Kevin Mond vor Trey Lance und Justin Fields gemerkt. Kannst du uns einen Gefallen tun und das einfach mal unter die Kommentare kurz reinhacken, damit man dann auch was hat visuell, was man sich reinziehen kann? Das wäre super. Bei YouTube am besten, dann sehen es auch die anderen. Das wäre eine ganz, ganz tolle Sache. Großartig. Noch bevor wir jetzt zu dem nächsten oder zu dem schweren Brocken eigentlich kommen. Kevin, du bist bei Cover 2 Podcast nochmal eingeladen worden. Auch wieder ja, genau. Die Jungs aus Österreich. Kevin kennt sie auch vom Podcasten her. Um was geht's? Weißt du schon? Genau, ich bin morgen Abend wieder beim Check-It-Out-Podcast. Da geht's wirklich um den Draft ganz spezifisch. Wir wollen uns die Teams angucken und dann so einen kleinen Mock-Draft machen. Wir sind ja dann zu dritt mit Lukas und Elias und
dann geht es gut los, dass ich dann auch bei den Falcons, also ich darf den ersten und dann wieder bei den Falcons picken. Mhm. Wird auf jeden Fall eine ganz runde Sache, ist immer eine entspannte Atmosphäre. Die haben super Fachwissen, die beiden, was die College-Spieler ja angeht. Und lohnt sich auf jeden Fall. Ich glaube, die Folge kommt dann am Donnerstag oder spätestens Freitag auf jeden Fall. Spätestens oder Freitag. Die sollen uns Bescheid geben. Wir wollen das definitiv diesmal auch auf die Website knallen. Ja, und verlinken, dass wer möchte, kann da auf jeden Fall reinhören oder reingucken. Ja, großartig. So, Jungs, gehen wir auf das eigentliche schwere Thema, was seit, wann ist es, seit gestern? Ist es bekannt oder seit vorgestern? Seit gestern, ja. Also wer es auf jeden Fall mitgekriegt hat, das haben einige bestimmt schon mitgekriegt, aber wer bei uns auch mal guckt, wir haben auffällig viele heute mit dem Trikot Nummer 11. Ja, meins kann man jetzt hier, glaube ich, auch schön sehen. Ja, und zwar geht es um wirklich, und diesmal melden wir es auch so an, Diskussion. Ja, es geht um die Diskussion, Quo Vadis, ich sag's jetzt mal so, ATL, ja, was wird aus deiner Legende, und ich nenne sie auch jetzt mal wirklich Legende, weil ich glaube, alles andere wäre einfach mal untertrieben, ja, und wäre einfach nicht passend. Ja, es gibt Angebote für Julio Jones, ja, für einen Trade, ja, und natürlich werden die vom Management und von allen, die dazugehören, angehört. Aber jetzt stellt sich die Frage, darf man es auch mal ab von dem ganzen Business-Zeugs, ja, was da ist, darf man Julio Jones überhaupt traden oder muss man ihn sogar traden? Ja, Micha, du hast, glaube ich, die Vertragsdaten parat. Kannst du uns einmal kurz den Ist-Zustand von Julio Jones nennen? Weil nicht jeder ist da richtig in den Vertragszahlen drin. Ja, ich habe sie jetzt leider auch nicht aufgeschrieben. Aber dass wir sie einfach mal kurz nennen können. Wie ist die Situation jetzt? Wie ist die Situation nach dem 1. Juni? Weil das ist auch nochmal ein spannendes Thema. Ja, und wie stellt sich's da? Warum und weshalb ist Julio Jones eigentlich jetzt so ein Thema? Ja, genau. Also momentan die Situation, ich meine, ich würde mal sagen, Cut lasse ich mal komplett außen vor, weil das wird da nicht passieren. Wenn wir ihn jetzt traden, also irgendwie im Zuge des Drafts oder so, was ja ein paar Mal auch schon geschrieben wurde, geht nicht, weil dann packen wir sogar noch 200.000 auf unser Cap mit drauf. Mhm. Die einzige Option ist wirklich, ihn nach dem 1. Juni zu traden. Das würde 15,3 Millionen an Cap freimachen. Er bekommt insgesamt 23 Millionen. Und wir brauchen noch irgendwie 7 Millionen, schätzt man, für unsere Rookie-Class. Wir stehen momentan bei 900.000 über dem Cap. Also wir müssen auf jeden Fall noch irgendwas machen, um die Rookies zu bezahlen. Das muss aber natürlich ja jetzt nicht direkt nach dem Draft nächste Woche passieren, sondern ich weiß gar nicht, wie lange die Zeit haben, aber ein bisschen Zeit haben sie auf jeden Fall. Ich glaube, das geht bis es dann das Rookie-Camp losgeht. Okay, ja. Es ist irgendwie, also das Rookie Camp fängt früher an als dann das eigentliche Trainingscamp. Aber wann genau das jetzt losgeht, das weiß ich auch nicht. Aber bis dorthin haben sie Zeit, die Rookies zu sein. Okay, also Cutten macht gar keinen Sinn. Definitiv Cutten macht überhaupt keinen Sinn. Trade-Angebot möglicherweise, aber dann hätten wir auch was obendrauf oder halt erst danach. Man, vielleicht eine Option noch, die ich mit reinbringe, aber die halte ich für sehr unwahrscheinlich. Man könnte noch restrukturieren. Da ist noch ein Pool von ungefähr 9,5 Millionen. Der hat, glaube ich, noch 3 Jahre Vertrag. Man könnte noch 9 Millionen nach hinten schieben, aber wir wissen ja, wie das ausgehen kann, wenn man zu viel restructured. Also nur mal, um das gesagt zu haben, dass das nicht unmöglich ist, noch zu restructuren. Aber ich glaube, bei Julio werden die das nicht angehen. Ich glaube, dazu ist er zu verletzungsanfällig mittlerweile. Ja. Das ist jetzt genau der Punkt. Also, was passiert? Ich meine, uns ist ja klar, ja, dass gerade Matt Ryan und Julio Jones, die beide mit den fettesten Verträgen ja bei uns im Team sind. Und ich sag mal so, ich finde auch, um das mal jetzt so ein bisschen aus der Fansicht zu betrachten, ohne jetzt die knallharten Fakten und Zahlen und so weiter reinzubringen, also einfach vom Fan betrachtet, ja, finde ich auch, muss es
ein Team auch aushalten, ein, zwei Superstars zu haben, die halt super bezahlt werden. Ja, also ich denke so mal von der Fansicht ist es durchaus ein Argument zu sagen, hey, mach das irgendwie möglich, aber Julio Jones ist halt Julio Jones. Ja, seit wie vielen Jahren jetzt dabei? 10 Jahre? Ja, ich glaube 10. Jahr oder 11. Jahr jetzt. Ja, der gehört ja zu Atlanta und der hat ja auch immer wieder gesagt, er will in Atlanta aufhören. Jetzt gibt es natürlich die Gegenseite, die sagt, ja, und hier berechnet und da berechnet und so weiter und so weiter. Ja, Business-Entscheidung, wir müssten ihn eigentlich so schnell wie möglich loswerden. Geht das überhaupt? Darf man das machen? Und was passiert dann mit der Fanbase? Ja, also Dominik zückt schon die Papiere. Du hast dir da schon Argumente geholt. Ach nein, nein, okay. Ja, wär das möglich? Kevin, ist das für dich ein Szenario? Ja, also ich habe ja vorhin geschrieben, wenn das Angebot stimmt, dann muss man drüber nachdenken, weil der eben 32 ist. Er hat noch 3 Jahre Vertrag, ja. Und man will, glaube ich, immer noch ein Value für ihn bekommen, wenn das möglich ist. Denn angenommen, er hat noch eine Saison wie die letzte, wo er mindestens die Hälfte fehlt und immer weniger. Das Value sinkt immer weiter, immer weiter, immer weiter. Wenn du das hinkriegst, für nächstes Jahr dann, vielleicht sogar einen First-Rounder zu kriegen und einen Third-Rounder, sage ich mal, dann würde ich ernsthaft überlegen, ob man sagt, man schluckt die ganz bittere Pille und lässt ihn gehen, hat aber für nächstes Jahr einen Future-Pick, den man auf den Wide Receiver nehmen kann. Denn das garantiere ich, es kommen jedes Jahr mindestens 3, 4 Wide Receiver raus, die zwar nicht auf diesem Julio-höchsten Niveau sind, sage ich mal, aber die da so ein Justin Jefferson zum Beispiel, ein Judy, ein Lamb, die kommen jedes Jahr, glaube ich zumindest, mit kleineren Abstrichen. Und die haben nicht diesen Cap-Hit, den Julio hat. Und ich weiß nicht, ob du für jemanden halt diese 20 Mille im Jahr zahlen willst, wenn er nur die Hälfte spielt. Und das ist bei ihm wirklich ein großes Risiko, ob er sich immer wieder den Hamstring verletzt, ob er hier wieder ein paar Näcklichkeiten hat. Wollen tue ich es nicht, will ich nicht. Also ich bin davon überzeugt, dass beide, Julio und Matt, noch 2 Jahre haben, also ich denke mal bis einschließlich Saison 22, dann könnte auf jeden Fall der Wendepunkt kommen, wenn man wenig Dead Cap mitnimmt oder wenig in Anführungsstrichen und sagt, hey komm, jetzt läuten wir das wirklich ein, 23 kommt der neue Quarterback, letztes Jahr von Matt, letztes Jahr von Julio, und dann fängt man wirklich ganz neu an. Die beiden haben ihre Chance gehabt auf den Super, muss man ja auch ganz ehrlich sagen, und sie haben ihn eben nicht gewonnen. Und da muss man sich halt auch langsam mit den Gedanken anfreunden, dass die nicht ewig bei uns bleiben. Denn was ich zum Beispiel an den Cardinals, so sehr ich Larry Fitzgerald auch gemocht habe, rein aus einer Business-Entscheidung her, hätte ich den nie die letzten 3 Jahre gehalten für 10 Millionen im Jahr. Hätte ich nie gemacht, weil er hat, klar, als er ist eine Präsenz da, bestimmt auch im Locker-Room und für die Community. Das ist ganz klar. Ich weiß jetzt nicht, wie hoch dann eben dieser Wert im Football ist, aber rein spielerisch ist es nie gerecht geworden, 10 Millionen im Jahr zu verdienen. Und das er hat ist vielleicht nicht die Zahlen abgeliefert, Entschuldigung, wenn ich unterbreche, aber gut, dass du Fitzgerald ansprichst, weil Fitzgerald ist genauso eine Legende, ja, wie Julio Jones. Und wenn du so jemanden hast, ist halt die Frage, ob du den dann nicht, ich sag jetzt mal, durchschleppst, in Anführungsstrichen. Wir wissen alle, wie sehr er sich um die Spieler kümmert, quasi off the field und in den Trainingscamps und so weiter. Wir haben letzte Woche berichtet, nachdem wir uns jetzt mit den Saints auch bemühen müssen, McCleskey ist rübergegangen, hat in den allerhöchsten Tönen gesprochen. Die Saints haben in den allerhöchsten Tönen gesprochen, gesagt, so, hey, der kommt unter dem Mentor Julio, ja, hat ein Jahr da gespielt oder zumindest war dort gelistet, ja, und hat gelernt von ihm. Also diese Mentality, also klar, dieser Value rein von den Zahlen her, das ist eine Sache. Und so sehr ich auch Analysen und all diese ganzen Geschichten, Statistiken auch liebe. Aber ich will immer nicht vergessen, und dafür stehe ich jetzt quasi als ehemaliger Spieler, ja, wie wichtig es ist, jemanden zu haben, den du aufschaust, ja, und der dich quasi in den Sog mit reinnimmt. Und das ist eine Sache, die kannst du nicht berechnen. Ja, also glaube ich zumindest, dass du nicht berechnen kannst. Ja, weil letztlich ist das so viel wert und macht vielleicht genau die paar Prozent aus, die sich auf dem Papier analytisch nicht dargeben, aber dann genau möglicherweise den einen oder anderen quasi zum Stern werden lassen. Aber da gab es doch letztes Jahr diesen Vertrauensbruch. Das war doch vor der Verlängerung von Julio, bevor der seinen neuen Vertrag gekriegt hat. Dimitrov wollte ihm keinen geben. Blank war aber total überzeugt von ihm. Hat ihn, glaube ich, waren das so um die zwischen 3 und 5 Millionen erstmal so gegeben. Hat gesagt, nächstes Jahr versprochen, verlängern wir ihn. Dann haben sie ihn verlängert nächstes Jahr. Und letztes Jahr, wo wir die neuen Trikots gekriegt haben, da hat einer gefehlt.
bei der Präsentation. Er hat sich nicht drum gekümmert, dass das neue Trikot präsentiert wird. Da war zum Beispiel ein Todd Gurley da, der nur ein Jahr Vertrag hatte. Das war Julio Jones. Und das hat ihn, glaube ich, Arthur Blank ziemlich übel genommen, dass er sich dafür nicht eingesetzt hat, die neuen Trikots zu präsentieren. Ja, das ist ein Thema. Ich hab's ehrlicherweise nicht mitbekommen. Mhm. Weil das waren ja letztlich plus 5, 6 Leute. Matt Ryan war dabei, Dion Jones war dabei, Garrett. Ja. Man wollte, dass Julio kommt, aber er ist einfach nicht erschienen zu dem Termin. Also ich meine, das mit Julio ist auch schon schwer. Diese Vertragsverlängerung, das haben wir ja gar nicht richtig mitgekriegt, glaube ich. Mhm. Er hatte immer, und das wird auch von vielen Analysten gesagt, er hat immer eine ganz starke Machtposition gehabt aufgrund des Trade Values in 2011. Das heißt, Dimitrov hat ja so viel für ihn aufgegeben und für ihn kann eigentlich auch nie in Frage gehen, irgendwann mal zu traden, zu cutten, was weiß ich. Und Julio wusste das auch ganz genau, das wusste sein Agent ja auch. Und als damals rauskam, dass er halt 66 Millionen kriegt für 3 Jahre, habe ich auch gedacht, Also an seiner Stelle ist auch gemacht, klar. Aber für die Franchise und das Arthur Blank, das ist das Einzige, wo ich dem Owner nicht zugestanden habe, zu sagen, Falcon for Life, das darf ein Owner eigentlich nie sagen, weil dieser Spieler eine Machtposition durch eine Vertragsverhandlung. Eigentlich muss es meiner Meinung nach zumindest andersrum sein. Ja, da muss man als General Manager oder als Franchise eben sagen, ey, pass auf, das ist wirklich Obergrenze so. Wir einigen uns irgendwie vielleicht auf die Mitte, aber ich glaube, dass er da am längeren Hebel saß. Und das ist im neuen Management eben nicht so. Fontenot hat keine Beziehung zu ihm, Arthur Smith hat es eben auch nicht. Natürlich. Und ja, also wie gesagt, ich glaube, rein von dem Mentoring her geht es gar nicht besser als Julio Jones. Das habe ich auch, glaube ich, ganz am Anfang mal gesagt, als wir hier mit dem Podcast angefangen haben, dieses zu sehen, wie er vor dem Spiel sich um die Rookies kümmert, sich um Russell Gage und Ridley auch gekümmert hat. Und ich glaube, ja, das kann man echt schwer aufwiegen, aber die Versuchung ist immer da, weil man weiß, man muss demnächst maximal, sag ich mal, 3 Jahren so einen Umbruch machen oder einen leichten Umbruch. Warum jetzt langsam damit anfangen? Ist es taktisch klug, jetzt zu machen, nachdem er so eine scheiß Saison hatte? Letztes Jahr? Ja, genau. Das ist der Wert nicht eigentlich im Keller? Ja, also du verkaufst doch dein Haus nicht, wenn die Lage gerade komplett unter Markt ist, theoretisch. Nee, genau. Ja. Aber ich glaube, es ist eben echt diese Angst, dass das eben nochmal passiert. So, aber natürlich kann es auch sein, unser neuer Fitness-Coaches, dass die sagen, ey, komm, wir kriegen diesen Hamstring jetzt endlich in den Griff. Der spielt, wenn die Saison durch, vielleicht hat er, ich sag mal, 2 Wochen, wo er nicht richtig mittrainiert, aber er ist im Grunde genommen fit. So, dann hast du natürlich nächstes Jahr, wenn er sein 1500 Yards macht, die er in der Regel ja sonst wirklich am Stück macht, dass du sagst, ey, komm, jetzt hat er die Super-Saison gespielt, vielleicht ist er noch mehr wert, klar. Ist super schwierig, das ist ja genau wie das Thema Matt Ryan, da kann man 2 Podcasts, glaube ich, mitfüllen, sodass wir nur über die beiden reden. Und wahrscheinlich werden wir es auch nicht abschließend besprechen können. Ganz kurz mal aus den Kommentaren, damit wir die Jungs nicht vergessen hier. Kevin schreibt, Kevin 2, ich glaube, dass man für Julio keinen First-Round-Pick mehr bekommt, eher in die Richtung 2. Runde und 5. Runde. Okay, muss man gucken. Und Alexander Wurzer schreibt, man muss auch bedenken, jede Defense muss auch Julio respektieren und macht Platz für Ridley. Das ist natürlich das Thema, ja, du bindest immer, auch einen humpelten Julio, bindest du immer meistens 2 Leute. Oder zumindest schielt der Safety noch mit rüber, ja, und weißt, oh, scheiße, Julio ist da. So, ja, mach ich mal die 3 Steps in die Richtung und zack, hast du den Platz für irgendein Comeback-Route oder was der Geier was. Ja, also das sind natürlich Sachen, die da definitiv dafür sprechen. Nico, du wolltest was sagen? Ich habe so viel zu sagen, eigentlich. Na, ja, dann leg mal los. Ein 80% fitter Julio ist immer noch besser als die meisten Receiver, die wir da draußen sehen. Ohne Wenn und Aber. Er hat keine gute Saison gehabt. Er hat immer noch Probleme mit dem Hamstring, ganz klar. Aber gibt ihm noch mal die Chance. Wir haben jetzt einen Offensive Head Coach. Das allererste Mal für Julio und Matt haben wir einen Offensive Head Coach. Ja? Gibt ihm mal die Chance, um einen Offensive Mastermind zu spielen, wie es Arthur Smith wahrscheinlich ist. Und auch ganz ehrlich, Julio ist eine Identifikationsfigur für uns Falcons-Fans, für die Stadt, für das Team. Jeder denkt, wenn er an die Falcons denkt, er zuerst an Julio Jones. Und an das, was er die letzten Jahre geleistet hat, immer noch leistet, wenn er dann auf dem Platz steht. So würde ein Bayern München Thomas Müller verhökern, nur weil da eine halbe Saison mal ausgefallen ist. Bayern was? Würde Bayern München einen Thomas Müller verhökern. So. Was ist das, Fußball? Achso. Ja, ist Fußball, weil Thomas Müller einfach eine Identifikationsfigur für den Verein ist. Der gilt als ein Ur-Bayern in dem Sinne. Und wenn man, ja, muss man nicht, aber wenn man das jetzt mit uns in Verbindung setzt, du würdest der Fanbase ins Gesicht schlagen damit. Das ist für uns alle ein absoluter Lieblingsspieler und es ist jetzt ein emotionales Argument, auf jeden Fall, kein faktisch logisches.
Aber der ist der, mit dem wir uns alle identifizieren. Wir freuen uns, wenn er mitfährt, mitfliegt zu den Spielen, obwohl er nicht mitspielen kann. Hat er letztes Jahr immer gemacht. Welche andere Spieler machten das bitte auch? Zudem anderer verletzte andere Spieler. Ein Julio ist kein AJ Green. Als AJ Green in den letzten Jahren da ein bisschen bergab ging, war sofort, okay, tschüss, ne? Ist jetzt auch von den Bengals weg. Den darf man nicht abschreiben so einfach, auch wenn er Probleme hatte. Ganz einfach. Ja? Außerdem, was ich da gelesen habe, das ging ja wirklich wie ein Gewitter über uns runter. Auch spätestens seitdem der gute Ian Rappaport mit angefangen hat, da einzustimmen. Ideen und Gerüchte von wegen, die Patriots würden so einen Zweitrunder geben und die Ravens einen Zweitrunder. Verdammt nochmal, der ist kein Zweitrunder wert und ich will von den Patriots mehr haben, wenn der, also nein, Entschuldigung, er soll gar nichts für die Patriots, gar nicht. Der gehört da nicht hin von, Leute. Wir haben von Micha gelernt, was die Patriots gerne geben, nämlich wenig. Ja, also da wundert es nicht, dass dann der richtige Verein auch wahrscheinlich. Leute, also das ist eine Frechheit, wenn ich mir überlege, was für andere Receiver gezahlt wird und dann, ja, Julio Jones 200 reicht. Das reicht im Leben nicht, um uns den direkt zu nehmen. Und ich sage auch beides, so oder so sage ich ein ganz klares Nein und sage, gib ihm und Matt Ryan nochmal dieses Jahr, nächstes Jahr, lass die beiden spielen. Wenn unser neuer GM, der gute Terry Fontenot, wirklich ein Fuchs ist, wie ihn alle nennt, ein guter GM hat es hinzubekommen, auch mit -7 Millionen, das ist doch nicht viel, was uns da fehlt, für die Rookies, den Top-Receiver, die Identifikationsfigur des Vereins, den Quarterback zu halten und vielleicht uns nochmal eine neue Chance zu geben. Ja, das ist meine klare Meinung. Ein guter General Manager hat das zu schaffen, unter einen Hut zu bekommen, ohne dafür den besten Receiver die Identifikationsfigur rauszuhauen, nur um die Rookie-Verträge zu sein, Leute. Also meine Meinung. Alternativen musst du schaffen, aber Nico, du musst das auch so sehen, du musst dann eine Alternative bieten. Ja, es gibt sicherlich viele Alternativen. Man muss sich nur mal gescheit mit auseinandersetzen und mal vielleicht auch andere, ich habe ganz nach recherchiert nicht gefunden, man muss auch mal andere Sachen im Blickpunkt nehmen. Wenn du ein guter General Manager bist, dann kriegst du diese Alternativen nämlich hin. Ich krieg's jetzt nicht, weil ich auch kein guter General Manager bin wahrscheinlich, weil mir die Alternativen gerade nicht einfallen. Micha meldet sich gerade, ganz kurze Verschnaufpause. Ja. Es muss doch eine Alternative geben, ganz ehrlich, Leute. Okay, jetzt, ich mein, jetzt emotional. Ich sehe es sehr ungern, wenn beide, also ich muss ja auch sagen, auch wenn ich gerade wenn ich in meinem Mockdraft einen Quarterback gepickt habe, bin ich dazu noch nicht entschlossen, dass das wirklich auch Donnerstag passiert. Was ich aber sagen muss und was hier in der Diskussion vielleicht auch mal ein bisschen rein muss, also so ein Larry Fitzgerald, der bekam 10 Millionen, die waren zu viel. Okay, Julio ist doch auf einem anderen Niveau, wenn er fit ist, aber wir packen in diesem Jahr jetzt vor dem Restructure von Matt Ryan ein Drittel unseres gesamten Caps in Matt Ryan und Julio Jones. Mit diesen Werten kannst du kein Team aufbauen. Kannst du nicht. Geht nicht. Das sind die nicht wert. Da können die noch so gut sein, das sind die nicht wert. So, entweder die nehmen Paycut hin irgendwie, wird ausverhandelt, oder wir müssen die jetzt gehen lassen. Nächstes Jahr haben wir, glaube ich, noch 32 Millionen an Cap und haben 20 Spieler im Roster von 53. Das wird nicht funktionieren. Also da können wir uns noch so sehr in die Arme legen. Das wird nicht funktionieren. Micha, es ist auch ganz klar die Misswirtschaft der letzten Jahre. Keine Frage. Aber was meinst du, wie andere auch Fans und Franchises sich über uns lustig machen werden, wenn wir einen Julio Jones weggehen lassen, der woanders vielleicht nochmal eine Elite-Saison spielt oder mehrere Elite-Saisons? Ich glaube, der ist noch nicht durch. Und wenn wir einen Matt Ryan weggehen lassen für einen jungen Quarterback, der woanders nochmal in die Playoffs geht, vielleicht sogar noch weiter, vielleicht nochmal MVP wird, und wir zahlen dann vielleicht sogar noch sein Gehalt, ein bisschen Gehalt von Julio, während wir irgendwo unten rumdümpeln. Wir sind eine Lachnummer dann, weil die sagen, ey, die haben es mit diesen beiden nicht geschafft, die haben es nicht geschafft, die beiden zu halten, die haben total versagt mit so zwei Top-Spielern. Also die von außen gucken natürlich auch immer etwas oberflächlicher und sehen halt bloß irgendwie ein Flash oder was auch immer und geben sich eine Meinung. Wir sind natürlich viel tiefer drin und wissen, was wir die letzten Jahre ertragen mussten. Ja, ich sag den Namen, Dominik, ja, Dirk Koetter zum Beispiel. Ja, er rollt die Augen. Also wir können es schon erklären, warum, weshalb einige Sachen nicht funktioniert haben. Ja, und auch nochmal darauf einzugehen, ich glaube, Kevin hat es gesagt gehabt, der Fontenot hat ja im Grunde genommen nicht diesen Bezug zu dem Team, ja, so wie es halt Dimitrov hatte, ja, natürlich hatte der nicht und ein neues Regime bringt natürlich auch immer seine Leute mit, ja, Fontenot hat 40 plus, ja, Staff-Mitglieder mal einfach wegrasiert, ja, die sind nicht mehr da, ja, also von daher, das Ding wird komplett umgekrempelt und was Kevin im Endeffekt hier schreibt, ich bringe das mal ganz kurz rein, ja, ich hatte das heute schon in der Diskussion geschrieben, wir sollten da nicht zu viel hineininterpretieren, was hätte Terry Fontenot sagen sollen, natürlich sagt er, dass wir uns Angebote anhören, klar, ja, natürlich ist das jetzt auch alles ein bisschen medial gehypt, ja, und wahrscheinlich auch die Angst, oh Gott, kann der weggehen, ja, wir werden wahrscheinlich auch
möglicherweise löst sich das auch komplett alles auf, aber trotzdem muss man drüber nachdenken, ja, und sehen, was macht man. Und ich denke, Micha hat genauso recht, ja, wenn er sagt, so, hey, du kannst dich ein Drittel, ja, in die zwei Jungs reingeben. Ja, hat er. Ich ja, denke aber auch auf der anderen Seite, ey, verdammt, ja, du brauchst einfach diese Größen, ja, die das Team tragen, ja, weil die das Team tragen, die das Stadion tragen, wenn sie auf dem Platz stehen. Was ist sonst das Team, wenn es halt quasi diese Figur nicht hat? Und ich habe einige Kommentare heute gelesen, ja, die gesagt haben, kann ich verstehen, Business-Entscheidung, alles schön und gut, aber wenn Julio getradet wird, ja, dann bin ich weg, ja. Und das haben einige heute geschrieben und die waren mit Sicherheit, ja, aufgewühlt, ja, und möglicherweise irgendwie, ja, zu emotional, ja, aber ich kann es irgendwo verstehen, ja, also das ist irgendwie, ja, krass. Was ich übrigens auch sehr unklug fand, in dem Sinne, es gab dieses Interview mit unserem GM, möchte ich kurz einwerfen, der offen und ehrlich in die Kamera gesagt hat, unsere Cap-Situation ist katastrophal. Ja, ist es, aber muss man das so öffentlich, so ganz klar sagen, das macht doch für alle, die uns irgendwie ein Angebot machen wollen, auch wenn Julio Jones, das senkt doch den Preis nochmal extrem, weil die sagen, ha, die haben doch eh kein Angebot, andere Wahl, als uns vielleicht anzunehmen für den niedrigen Preis. Aber Fontenot kommt von den Saints und die waren die letzten Jahre ständig irgendwie mit Cap-Problemen, also wenn einer damit umgehen kann, ich denke, dann ist es Terry. Und dann nochmal die Saints, gut, du hast doch mal vorhin geschrieben, auch in unserem Chat, die Saints haben natürlich 7 Stammspiele abgegeben, ganz klar, aber die haben keine Identifikationsfiguren abgegeben diese Saison. Ein Evan Kamara ist noch da und ein, Entschuldigung, was ich sagen muss, ein Michael Thomas ist auch noch da. So, auf einen Emmanuel Sanders kannst du... Was war denn ein Drew Brees? Ja, der ist retired, das kannst du nicht wirklich mit dazu ziehen. Ja, aber... Den haben sie ja nicht wegen Cap-Gründen jetzt retiren lassen. Nein, aber ich muss ja mal Micha auch zustimmen, weil Fontenot wird genau das sehen, der guckt nicht dieses Jahr, der guckt 2022 und 2023 an. Und wenn du nächstes Jahr allein für Ryan 50 Mille fast an Cap hitterst, er kann da gar nichts für, davon abgesehen, das ist ja eigentlich diese Misswirtschaft von Dimitrov, die sich eine 3 Jahre verschoben hat. Das ist ja dieser Müll dabei. Ne, das ist ja das, was ich aussah. Der ist in eine Situation gekommen, wo du super schlecht raus kannst, ganz neutral und vielleicht auch, wie er das eigentlich gerne machen möchte. Ne, und aber deswegen sage ich ja, wenn du nächstes Jahr so viel Geld schon für einen Quarterback ausgibst, dann musst du irgendwo, auch wenn das richtig wehtut, dann musst du halt irgendwo Abstriche machen. Das ist einfach so. Aber dann lass doch mindestens warten, dass der Julio, der wird sicher nochmal eine gute Saison spielen. So, und dann geht der Markt wieder nach oben. Also wenn wir jetzt für den nur 2. Runde bekommen, Leute, wirklich, dann verlasse ich den Raum, wirklich. Nein, also wie gesagt, ich würde es auch nicht dieses Jahr machen. Ich würde dieses Jahr halt wirklich sowieso gucken, dass ich meine, das System braucht sowieso Zeit. Ich bin ganz ehrlich, dieses Jahr werden wir jetzt nicht 10, 11, 12 Siege haben, das glaube ich nicht. Also wir werden irgendwas so den Dreh bei irgendwas bei 6 bis 8 Siegen, weil sich das System, das ist ja alles komplett neu, muss ich einspielen. So, und dann wird man sehen, wohin die Reise geht, aber ob wir überhaupt der Cap-Space nächstes Jahr, das weiß überhaupt keiner, ne, wie viele Fans im Stadion sind und so, aber so wie es momentan aussieht, der wird ja auch so knapp 205 Millionen projected, und das hat mich ja richtig gesagt, wir haben 20 Spieler und 32 Mille Cap frei, das ist ganz, ganz düster, das ist noch schlimmer eigentlich, als was wir dieses Jahr hatten, weil du noch mehr Einjahresverträge eigentlich anbieten musst, und die Spieler wissen genau, dieses Jahr geht nicht, verminderter Cap, wir pokern drauf und nächstes Jahr kriegen sie mehr Geld, weil Teams mehr zur Verfügung haben, und das ist schwer, und ich wäre zum Beispiel auch, wenn das auch wehtun würde, einen Grady Jarrett, auch wenn das auch jemand ist, wo du drauf rumbauen kannst, aber auch nicht, ich würde keinen Spieler um jeden Preis halten, bin ich ganz ehrlich. Und Grady Jarrett macht nächstes Jahr über 14 Millionen frei, wenn wir ihn traden würden im letzten Vertrag so oder cutten, je nachdem. Das wird zwar auch richtig wehtun, aber du musst irgendwo gucken, dass Kevin, du uns auf diesen Nullstart bist. Ne? Das wird jetzt ein bisschen viel. Julio Grady Jarrett weg, das verkraften nicht alle. Also bitte ein bisschen Kontenance. Ja, sonst fallen hier noch welche aus dem Bild. Ja, und dann muss ich hier irgendwas rüberschieben. Ja, Micha noch, und dann will ich Sascha auch nochmal hören, weil Sascha sitzt da und hat wahrscheinlich auch noch was. Schon rote Wangen hat er. Ich wollte nur kurz einwerfen. Ich habe es gerade natürlich ziemlich düster gezeichnet. Man kann aber nochmal 15 Millionen mit Dante Fowler machen. Hier, Terry Michalot, ja, wir haben hier den neuen Fuchs, ja, Michalot, ja, da ist er, ja, also ganz einfach, unser GM, Dante Fowler galt als einer der Busts, habe ich heute gesehen, bei dem Draft zusammen mit, wer ist da noch gedraftet worden in dem Jahr, schade, habe ich jetzt leider nicht. Jared Goff oder so, auf jeden Fall, Mariota, genau, die beiden, ja, die galten als absoluter Bust und, letzte Saison haben wir es ja gesehen, war nicht wirklich so erfolgreich. Fangen wir doch da an.
Ja, wie wär's denn damit? Ja, wer hat die Telefonnummer von Terry? Ja, ich rufe da mal kurz an. Ja, vielleicht. Ja. Sascha, sag du doch mal, was wäre, wenn Julio Jones heute oder jetzt 1. Juni weggeht? Ja, Patriots, Colts vielleicht, die stehen ja da wohl ziemlich hoch im Kurs mit viel Cap wohl und Möglichkeit. Was wäre? Du, dann wäre das so. Also ich bin da ganz ehrlich, ich sehe uns wirklich im Rebuild-Modus. Ich bin da ganz ehrlich. Jeder ist wirklich ersetzbar. Natürlich tut es weh, wenn Julio Jones geht, Matt Ryan geht, aber die gehen sowieso irgendwann. Ob sie jetzt gehen, ob sie in 2 Jahren gehen, es wird wehtun. Und wenn wir jetzt vernünftige Angebote kriegen, ganz ehrlich, in den nächsten 2-3 Jahren werden wir keinen Super Bowl gewinnen. So, was soll ich jetzt noch die Spieler mit rumkrebsen? Ich komme in die Playoffs. So, Julio Jones sowieso, ob der gesundheitlich das durchhält. So, wir haben jetzt 17 Spiele. Kommt dann auch noch erschwerend hinzu, wieder ein Spiel mehr. Ich sehe das wirklich, wenn das Angebot stimmt, tut mir leid, dann soll er gehen. Das Cluster abziehen. Ich sage, manchmal ist es halt so. Manchmal musst du im Leben einen Schritt zurück, um 2 vorwärts zu gehen. Und das sehe ich dann einfach auch so. Für mich bringt es nichts mehr, halt wirklich an solchen Leuten langfristig festzuhalten, weil wir einfach nicht in der Position sind. Und ja, ob wir jetzt Ende der Saison mit 6-11 dastehen oder mit 10-7, ganz ehrlich, mir ist das Wumpe. Mir geht es nur wirklich, ich will mal einen Ring am Finger haben und da ist mir der Weg dahin, ist dann das Wichtige. Und mit welchen Spielern das ist, ist mir egal. Okay. So ist das im Norden. Interessante, klare Linie aus dem Norden. Ist das so, Kevin? Ist man da so knallhart? Also du bist ja auch mit Running Back so richtig, ja. Sieht man im Norden das so strikt? Ja, ich meine, irgendwo machen doch die Spieler dann den Verein aus, oder? Weil das war doch im Übrigen nur mal so nebenbei. Ihr habt, glaube ich, die NFL Europa haben die meisten von euch, glaube ich, nicht aktiv mitgekriegt, oder? Kann das sein? Mhm. NFL Europe? Aber ja, da war ich noch so klein. Das war nämlich das Manko dieser NFL Europe, die geil war. Und jetzt gibt es ja die EFL, die auch kommt. Ja, die wahrscheinlich ein bisschen anders aufgebaut ist. Aber die NFL Europe, ja, da waren 1-2 Figuren drin. Ja, Axel Kruse als Kicker. Nee, wie hieß er denn? Buxmüller, glaube ich, bei den Ryan Fire als Kicker. Manny Buxmüller, ja, das waren 1-2 Pfeiler, die sie hatten und ansonsten waren das die 3., 4. Backups aus den NFL-Teams. Also jedes Mal ein neu buntes, gewürfeltes Team. Klar, du hast Football gesehen und das ganze Trambam drumherum gehabt, aber so wirklich eine Basis konntest du nicht aufbauen zu denen, weil letztlich machen es ja die einzelnen Spieler, würde ich behaupten jetzt so, ja. Klar, der Verein und die Tradition und gib ihm, aber letztlich guckst du doch den Spieler an, der da unten ist und du siehst ja nicht irgendwo ein Vereinswappen, was spielt, sondern du siehst den einzelnen Spieler. Ich finde, ich bin Fan von Atlanta Falcons und ich bin nicht Fan von Julio Jones. Also wenn ich ein Atlanta Falcons Spiel gucke, weil ich Fan vom Team bin und weil ich das Team erfolgreich sehen will und nicht, weil ich einen Spieler erfolgreich sehen will. Aber du hast auch Trikots, kann ich Golf oder? Gucken. Da geht es nur um eine Person, da soll ich Golf spielen. Aber du hast doch auch Trikots, oder, Sascha? Ich habe auch Trikots von einem Kroy Biermann. Weil ich den Namen einfach geil fand. Das stimmt. Aber es ist halt immer noch als das Team. Aber ich würde mir jetzt nicht von einem Spieler 5 Trikots kaufen. Ich kaufe mir halt das Trikot von dem Team. Ja gut, irgendeinen muss ich ja drauf machen. Du kannst es wie Tom Brady machen, einfach nur colored, ohne Nummer. Ja, also geht ja auch. Ohne Name und Nummer, nee. Da muss ich nochmal einen Spruch drauf oder sowas. Aber ganz ohne geht gar nicht. Kroy Biermann. Wer erinnert sich an Kroy Biermann noch? Ja. Defensive End und bei Biermann war im Endeffekt die Frau populärer als er selbst. Ja, weil die hat irgendeine Soap oder so gemacht. Ja, und war mehr Fernsehshow da irgendwie gehabt. Was hat die gemacht? Ja. Kroy Biermann. Geil. Ich fand den Nachnamen einfach geil damals. Ich dachte, okay, das hole ich mir. Ja, musste ich mir auch damals populärer. Extra besticken lassen über Any Name und sowas, weil den gab es so gar nicht zu kaufen. Ja, das gibt's nicht. Ja, hier gibt's im Kommentar Biermann, ja, findet auf jeden Fall Anklang. Ja, eine richtige Bierwoman. Eine richtige Bierwoman. Okay. Wer sich das auf das Trikot stickt und dann trägt hier bei uns, da lassen wir es uns einfallen. Was haben wir hier nochmal? Joel Weber schreibt, würden wir Julio den Super Bowl mit den Ravens oder so nicht gönnen? Fragezeichen. Wenn wir das Ding schon nicht holen. Ja, mit den Ravens wohl, mit den Patriots nur nicht. Nee, also es gibt viele Teams, die das gönnen, aber auch denen nicht.
Auch den aber das war, ist nee. Meine persönliche Meinung. So. Ja, aber Ravens wäre ich, glaube ich, nee, würde ich wahrscheinlich auch nicht. Ich habe einen Freund, der ist Ravens-Fan, und wenn die von uns Huli bekommen, dann wird er mich jedes Mal auslachen, wenn wir uns sehen. Da habe ich keine Lust zu. Ja, aber mit Lamar Jackson wird das sowieso nichts. Nee, das ja, also zu Julio Goff, so ein Cam Newton ist das. Ganz kurz, Kevin wollte was sagen. Julio ist Identifikationsfigur, braucht man gar nicht reden. Der Impact in den Lockerroom braucht man auch nicht reden, ist einfach eine Riesenfigur. Ich gehe so weit, ich glaube nicht, dass er heuer getradet wird, aber nächstes Jahr, wenn das Angebot passt und wir wieder einen negativen Rekord haben, weil die Cap-Situation wird nicht leichter. Und dann wird es eine Business-Entscheidung werden, weil wenn wir wieder einen negativen Rekord haben und dann die Option bekommen, nur sehr gute Picks für einen Julio Jones zu bekommen, dann wird man irgendwann einfach sagen, okay, dann ist es einfach so. Ja, das muss man akzeptieren. Auch als Fan muss man das akzeptieren. Ich bin persönlich durch Julio Jones und weil ich den Spieler einfach toll finde, zum Atlanta Falcons-Fan wirklich geworden, ja. Deswegen, ich verstehe in Nikos Situation, dass er da auch die gewisse Emotion dann da reinlegt. Bin ich voll dabei. Aber am Ende des Tages, wenn es einfach keinen Sinn mehr macht, dann soll er die Chance woanders bekommen. Ob es jetzt bei den Ravens ist, muss man auch diskutieren. Würde ich nicht so gern sehen. Aber da muss man ihm die Chance woanders geben, dass er den Super Bowl noch holen kann. Und wir gehen einfach weiter. Ist so. Finde ich sehr gut, was du da sagst. Ich finde, du hast auch sehr recht. Und Leute, versteht mich nicht falsch. Also ich verstehe alle Argumente mit, wir müssen mit dem Cap gucken. Wir können ein Team nicht nur auf 200 des Caps aufbauen, ganz klar. Allerdings halte ich von diesen beiden Spielern so unglaublich viel, dass ich es zu schade finde, das jetzt so kaputt zu reißen. So in diesem Moment. Ich würde denen auf jeden Fall noch ein, zwei Jahre geben, vor allem jetzt, wo wir einen Offensive Head Coach mal haben. Nico bleibt auf der Offense-Minded-Welle. Ja, Dominik? Was ich nämlich auch gelesen habe, was Fontenot nämlich nicht so gut findet, gerade im Zusammenspiel Matt Ryan und Julio Jones, ist die Produktivität, gerade in der Red Zone. Da sind zu wenig Touchdowns rausgesprungen zwischen den beiden. Und das war ja auch etwas, das hatte ich in dem Artikel geschrieben, der bei uns auf der Homepage ist. Gerade in der Red Zone sind wir arg, arg schlecht. Was wir, und das liegt gut, dass wir einen guten Kicker hatten mit Kuh, weil er musste oft ran. Und das war immer die große, große Schwäche zwischen der Chemie zwischen Matt Ryan und Julio Jones, gerade Red Zone Offense. Ja, aber da kannst du wieder auf Kötter gehen. Ja, dann kannst du wieder auf Kötter gehen. Hier, Kevin hat schon geschrieben. Schon vor Kötter-Zeiten. Schon Kötter Who. Ja, das war ja der Punkt, dass man, ich glaube, guck dir das Philadelphia-Game an mit Sarkisian. Ja, nach dem Super Bowl. Da hieß es nämlich genau das, wir müssen Julio mehr in der Red Zone anspielen. Und was hat Matt Ryan gemacht im letzten Spielzug? Ist wie ein Bekloppter rechts rausgerannt, um unbedingt Julio anzuspielen. Ja, da waren die Augen nur noch auf Julio. Ach, weil in den Playoffs, Big Play. Ne? Genau, Big Play. Ja, und wir müssen jetzt Julio anspielen. Die Eagles wussten das. Ja, und also dann ist mir lieber, er bindet zwei Leute und macht irgendwo den Raum auf. Ist mir doch scheißegal, wer die Touchdowns macht. Ja, also Produktivität. Also da kann Fontenot mit den Zahlen nicht kommen. Die das sind Ding ist, wir haben ja trotzdem keine Touchdowns gemacht, auch wenn er zwei gebunden hat. Unsere Red Zones Offense war kacke die letzten. Weil wir einfach Jahre mal krass limitiert waren. Ja, weil wir einfach mal Sarkisian auch das dritte Jahr nicht gegeben haben, wo er ins Rollen kam. Ja, und möglicherweise hätten besser laufen können. Ja, der Kötter war die absolute Katastrophe danach. Ja, die war schon davor darüber die Katastrophe. Darüber müssen wir nicht reden. Ja, und dementsprechend. Ja. Micha, du wolltest was sagen, Entschuldigung. Ja, genau. Wo wir gerade von den Red Zone-Problemen sprechen, würde ich gerne nochmal auf das Gesamtbild zurückkommen. Also für mich entscheidet sich die Zukunft von Julio Donnerstagnacht. Absolut. Ja. Die Frage ist, wie wir unsere Franchise ausrichten. Wenn wir einen Quarterback picken, dann gehen wir ganz klar auf die Zukunft. Dann macht es absolut null Sinn, Julio noch zu halten. Ja. Null. Ja. Dann ist er weg, hundertprozentig. Wenn wir Kyle Pitts picken, gehen wir darauf. Und ich sag nicht Win Now, weil Win Now finde ich immer bei unserer Defense schwierig. Ich habe schon ein paar Mal gesagt in irgendwelchen Foren, für mich wäre ein Erfolg, wenn unsere Offense wieder in die Spur findet. Wenn wir eine Offense, die, keine Ahnung, konstant wieder 30 Punkte aufs Board bringt. Wahrscheinlich muss Matt Ryan 35 Punkte aufs Board bringen, damit wir richtig was gewinnen bei unserer Defense. Das wäre die andere Variante.
Dann müssen wir, um die Rookies zu bezahlen, Grady Jarrett maximal restrukturieren. Wenn es da keine Verlängerung gibt, das würde 6 Millionen freimachen. Wie gesagt, ich glaube, Julios Vertrag wird auch dann nicht angefasst. Dann könnten wir aber zum Beispiel mit einem Release von vielleicht Russell Gage, der würde 2 Millionen freimachen. Isaiah Oliver würde 2 Millionen freimachen. Unser Fullback Smith würde 1 Million freimachen, ja. Post-Shoon. Dann wären wir vielleicht gerade an der Schwelle, wo wir es bezahlen könnten. Das wäre der Weg, wenn wir ein bisschen was gewinnen wollen nächstes Jahr. Also, wenn wir irgendwas jetzt gewinnen wollen, dann werden wir Julio nicht gehen lassen. Und wenn wir dann in der Saison sehen, wir stehen jetzt, keine Ahnung, nach 10, wann ist die Trade-Deadline? 8 oder 9 Spiele. Achte Woche, achte wir stehen Woche. Da irgendwie bei, wir stehen da bei 2-6, dann weg. Dann Micha, ist er weg. Darf ich da einhaken und zugleich auch irgendwie mein Schlussplädoyer zu diesem Thema halten? Das sind so die letzten wichtigen Punkte, die ich für mich noch ansprechen möchte. Wir stellen uns mal vor, es ist Donnerstag und ich habe heute einen schönen Kommentar mit angeschaut von Rich Eisen. Habt ihr, glaube ich, auch alle. Und ich gebe ihm recht, wenn er sagt, am Donnerstagnacht wird der nervöseste Falcons-Spieler Matt Ryan sein. Und da steigen wir jetzt auch mal auf Julio Jones mit ein. Es ist der 4. Pick, wir traden nicht down und die Falcons entscheiden sich, einen Quarterback zu holen. Das heißt A, dass für Julio Jones kein Platz mehr ist, also dass er gehen muss, gehen wird, wie du es gesagt hast. Das heißt aber auch B für Matt Ryan, dass das wahrscheinlich das letzte Jahr bei den Falcons für ihn sein wird. Oder das letzte Jahr überhaupt, weiß ich nicht, wie auch immer. Und da muss man sich vorstellen, aus der Sicht von Matt Ryan hat er gesagt, wo der die letzten Jahre eigentlich immer noch konstant abgeliefert hat, mit einem Dirk Koetter. Muss man sich mal vorstellen. Womit habe ich das verdient? Und diesen Gedanken fand ich so emotional tiefgreifend, auch vor allem ein emotionaler Fan, wie ich es bin. Und auch sehr, sehr traurig und sehr schade, muss ich sagen. Womit hat Matt Ryan das verdient? Er könnte mit Pitts nochmal diesen Winnow-Modus, wie du es gesagt hast, finde ich auch nicht schön. Er könnte, wenn wir uns Pitts holen, nochmal sagen, ja, wir greifen an und versuchen alles mitzunehmen, was mitzunehmen ist und vielleicht schaffen wir es. Oder wir haben ein Quarterback und dann geht eigentlich ganz, ganz viel, was Standard bei uns war, was Struktur war, was Legende für viele bei uns ist. Geh weg, ist verloren. Dann ist der Rebuild klar, was Sascha sagt. So. Damit muss man ganz klar dann umgehen. Und dann glaube ich auch, dass Julio nicht mehr allzu lange bei uns sein wird. Ich habe fertig. Ihr könnt die Taschentücher jetzt rausholen. Ja, ich fand, was Rich Eisen da gesagt hat, für alle super schön anzusehen, Leute, Falcons-Fans, Ryan-Fans, guckt es euch an. Er hat auch ein paar Fakten, Daten ein bisschen genannt und ich fand, er hat mit dem, was er gesagt hat, absolut recht. Dominik, ich wollte auch noch was sagen. Wir leiten mal die letzte Runde ein, ja, damit sich das auch nicht allzu sehr hinzieht. Wir gehen auf die 2 Stunden zu. Ja. Das, was Micha sagt. Da gehe ich 100% d'accord mit. Der Draft ist entscheidend. Das wird alles für uns ans Licht führen. Ich habe da ja heute auch beim Gewinnspiel mitgemacht. Aha. Und, was hast du getippt? Ja, das sage ich nämlich jetzt, weil das ist ein Spieler, den mir Micha wirklich sehr, sehr, sehr schmackhaft gemacht hat. Bin erst durch ihn so wirklich draufgekommen und das ist Micah Parsons. Wenn wir es irgendwie schaffen, so zurückzutraden, mit dem Broncos vielleicht oder so. Die Giants. Ich würde es mir wirklich fast mehr wünschen als Pitts, bin ich ganz ehrlich mittlerweile. Parsons Train. Okay. So schnell ändern sich hier die Strömungen. Eine letzte Runde noch. Kevin unten, Kevin 3, wenn ich so sage. Ja, ist okay. Abschließend noch zu Julio Jones, damit wir den Deckel drauf machen, weil wir sind wirklich sehr, sehr lange heute. Ja, abschließend, wie Identifikationsfigur braucht man, wie gesagt, nicht reden. Ich glaube, er geht mit uns in die Saison und wir werden es dann am Ende der Saison sehen, wo wir genau landen. Ich bin nicht umsonst auch am Pitts-Train. Ich sage auch, holen wir uns einen Talent, den wir auf lange Sicht wirklich gut brauchen können und versuchen es nochmal und geben Matt Ryan einfach nochmal die Chance und dann sehen, und am Ende der Saison sehen wir es und dann wird man entscheiden. Weil Hayden Hurst wird sehr wahrscheinlich
nicht die Fifth-Year-Option kriegen bei uns. Also das wurde ja letztes Jahr schon gemutmaßt. Ja, und so lieb und nett und social-mäßig er drauf ist, ja, auch mit seiner Stiftung, alles okay. Aber ich glaube, wenn man jemanden wie Pitts daneben setzen kann, ja, der jetzt nicht der Mega-Blocker ist, aber halt das auch kann, ja, dann muss man wahrscheinlich nicht reden, wer den größeren Sprung wahrscheinlich hat oder macht. Ja, von den anderen Jungs noch was abschließend, ja, Plädoyer gab schon von Nico, Kevin, Sascha oben noch was. Ja, Micha vielleicht noch, ansonsten. Ich habe meinen Standpunkt ja schon vertreten. Also ich will nicht, dass er geht. Also wenn ich es mir wünschen würde, bleibt er dieses und nächstes Jahr mit Metz zusammen und danach ist okay. Okay. Na, mal gucken, was sich da einspielt. Micha oder Sascha noch vielleicht irgendwas? Ansonsten. Ich wünsche es mir auch. Ob es passiert, weiß ich nicht. Wissen wir nicht. Wir warten also auf den Draft. Wir haben es leider, am Anfang habe ich es leider versäumt anzusagen, aber wir werden das in Social Media jetzt noch posten. Wir sind definitiv live. Hand hoch, wer alles dabei ist. Ja, so gegen. Wow, okay. Kevin vielleicht auch. Also Kevin, ich mit Abstrichen. Ich schaue selbst auch, aber genau. Ob ich dann im Livestream dabei bin. Also die Falcons Germany werden definitiv hier auf YouTube, ja, und auch in der Facebook-Gruppe, aber hier auf YouTube definitiv live gehen. Ja, Kevin hebt auch die Hand, ja, da kommt auch noch meine Hand. Ja, also wir werden so lange live sein, bis wir einen Quarterback gedraftet haben. Okay, also Runde 6. Ja, Runde 3 hätte ich dann nichts gegen. Nein, aber nur noch mal das, ja, wir werden es, wie gesagt, durch die Social Media noch mal treiben. Wer Bock hat, im Second Stream bei uns ein bisschen uns zuzuhören, unser, ja, dumme Quatsche wird zwischendurch wahrscheinlich auch passieren, also nicht alles so ernst nehmen, der kann gerne kommen, ja, und mit uns ein bisschen quatschen. Donnerstagnacht zu Freitag, 2 Uhr geht der Draft los, ja. Ich denke mal, so gegen 1 Uhr, 1:30 spätestens werden wir live gehen. Ja, dann kriegt es auch jeder mit. Ja, und dann freue ich mich drauf. Es wird ein heißer Tanz. Ja, wir sind alle, glaube ich, ziemlich gespannt. Vielen, vielen Dank fürs Mitmachen hier an die Jungs, die in der Show mit waren. Es war großartig. Ja, ihr habt euch gut am Riemen gerissen bei so einer hitzigen emotionalen Situation. Habt ihr sehr geil gemacht. Dankeschön dafür. Und danke an alle, die quasi mit kommentiert haben draußen bei YouTube und Facebook. Ich wünsche allen jetzt noch einen schönen Abend. Bleibt gesund und Rise Up RTL. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Rise Up. Bis dann, Jungs. Ciao. Ciao.